So, einen wunderschönen guten Abend allerseits. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich darf Sie bitten, die Plätze einzunehmen. Das Problem ist nur, wir haben keine Plätze mehr. Wir sind ausgebucht. Was uns sehr freut, nämlich, dass Sie alle da sind. Ich verspreche Ihnen, es wird ein interessanter und vergnüglicher Abend. Und da vielleicht ansagen, wem hier der Sauerstoff zu wenig sein sollte oder wer nicht mehr stehen will da hinten. Wir übertragen allerdings nur den Ton nach draußen auf die Treppe. Also man kann sich auch draußen hinsetzen, falls die Visualität nicht so wichtig sein sollte und von dort aus zuhören. Meine Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, Sie begrüßen zu dürfen bei der ersten Ausgabe einer neuen Reihe, die wir hier in der Böll-Stiftung jetzt regelmäßig machen werden, nämlich eine Streitgesprächreihe, eine Kontroversenreihe namens Berliner Disput. Und die Idee ist, dass wir in unübersichtlichen Zeiten eigentlich nur zu neuer Orientierung kommen können, wenn wir uns streiten, wenn wir die interessanten Kontroversen auch wirklich führen, anstatt dass jeder sozusagen in seinem Sandkasten spielt und man kommt sich nicht in die Quere. Und da lag es für uns relativ nahe mit einem Thema, nämlich heute zu beginnen, von dem wir uns sicher sind, und ich sehe das in Ihren Gesichtern, dass es uns umtreibt, und das ist die Wachstumsfrage. Über 40 Jahre nach dem ersten Bericht des Club of Rome ist die Wachstumsfrage im Bewusstsein unserer Gesellschaft und vieler anderen Gesellschaften angekommen. Das hat Höhen und Tiefen. In den letzten Jahren hatte das sicher einen Peak in der Wirtschafts- und Finanzkrise. Worauf allerdings die Wirtschafts- und Finanzkrise wiederum verweist, nämlich eher auf eine Wachstumskritik oder gerade auf die Notwendigkeit von Wachstum. Das werden wir heute Abend diskutieren mit zwei Menschen. In dem Fall, danke, Männern. Ja, es gibt eine zweite Ausgabe und dann diskutieren hier Frauen. Das ist versprochen. Aber heute diskutieren in der Tat zwei Männer, und diese beiden Männer diskutieren deshalb hier, weil sie sich seit längerem mit der Wachstumsfrage befassen, und zwar sehr exponiert befassen. Ich würde so weit gehen, dass es sich um zwei Leute handelt, die wie wahrscheinlich keine anderen in der Bundesrepublik markante Positionen in einem eher grün-ökologischen Spektrum in der Wachstumsfrage vertreten. Zu meiner Rechten, wir gehen in die Vorstellung, Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe, das ist wichtig, der sich schon seit langer Zeit mit Erinnerungspolitik, mit Gedächtniskulturen befasst, mit einem psychologischen, sozialpsychologischen Blick auf Täterschaft, auf Tradierung in Familie und so weiter. Und der sich jetzt schon seit längerer Zeit der ökologischen Frage angenommen hat. Ich meine, es war das Klimakriegebuch von 2006, in dem er zum ersten Mal sich der ökologischen Frage zugewandt hat und seitdem immer wieder zusammen mit Klaus Leggewi das Ende der Welt, wie wir sie kennen, nicht nur für REM-Fans ein interessantes Buch. Und jetzt eben das Allerneueste, ich halte es mal kurz hoch, das gehört sich so, Harald Welzer, Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand, in dem in gewisser Weise alles, was er so bislang entwickelt hat und gedacht hat, sich kulminiert. Ich will nicht vorgreifen, aber herzlich willkommen, Harald Welzer. Auf der anderen Seite Ralf Füchs, Ihnen allen sicher genauso bekannt wie Harald Welzer. Ich sage trotzdem ein paar Sätze, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
einflussreich in der Politik gearbeitet, als Bundesvorsitzender der Grünen, schon Ende der 80er Jahre, dann als Senator für Umwelt- und Stadtentwicklung in Bremen und jetzt eben schon seit längerer Zeit als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, der aber zugleich immer wieder sehr sichtbar und markant in Fragen grüner Politik interveniert und der sich jetzt auch schon seit ein paar Jahren noch intensiver, als er das vorher getan hat, mit grüner Ökonomie und eben mit der Wachstumsfrage befasst hat, was dann in einem Buch kulminierte, das Anfang des Jahres im Hansa Verlag erschienen ist, Intelligent wachsen, die grüne Revolution. Das Buch hat Ralf Füchs geschrieben und freuen uns, dass du da bist, lieber Ralf. Nee. So, wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass wir zu Beginn unserer Kontroverse beiden Protagonisten und Autoren die Möglichkeit geben, nochmal ihre Grundoptik, so würde ich das mal nennen, auf die Wachstumsfrage darzulegen, so plus minus 10 Minuten. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir dann in eine... Ralf Füchs... empfiehlt mir, mich noch mal vorzustellen. Ich dachte, das sei allgemein bekannt. Also, mein Name ist Peter Siller, ich bin Leiter der Inlandsabteilung der Böll-Stiftung und war vorher im Forschungsverbund die Herausbildung normativer Ordnung in Frankfurt am Main gearbeitet. Ich glaube, das muss reichen. Vielen Dank. So, jetzt aber zur Dramaturgie des Abends. Eine kurze Einführung in die Position von beiden Seiten, zweimal circa 10 Minuten, und dann bin ich mir sicher, dass wir schnurstracks in der gemeinsamen Kontroverse sind, im gemeinsamen Gespräch, und soweit es in Anbetracht der Zahl der Anwesenden möglich ist, werden wir dann in der zweiten Hälfte auch versuchen, natürlich das Gespräch hier gemeinsam zu führen. So. Jetzt würde ich Harald Welzer vielleicht bitten, anzufangen. Selber denken, eine Anleitung zum Widerstand. Wie könnte der Widerstand aussehen? Na, da kommen wir vielleicht am Ende eher dazu. Ich habe ja gedacht, wir reden zunächst mal über die Wachstumsthematik, weil das ja irgendwie die Überschrift hier auch bildet, und die Brücke zum Selbstdenken kann ich eigentlich mit dem Titel der Veranstaltung schlagen, braucht Fortschritt Wachstum. Ist ja die Frage, was wir überhaupt mit dem Fortschrittsbegriff anfangen können und ob der Fortschrittsbegriff, der, sagen wir mal, auf eine Form von Zukunftsfähigkeit moderner Gesellschaften hinlaufen würde, identisch ist mit dem Fortschrittsbegriff der eigentlich an der Basis moderner Industriegesellschaften liegt, also eher etwas aus dem 19. Jahrhundert ist und im 20. Jahrhundert zu einer bestimmten Form technoiden Fortschrittes gekoppelt an gesellschaftliche Fortschrittsvorstellungen dann weiterentwickelt worden ist. Und die Frage, die man hätte, wäre ja heute A, nicht... ob man noch weiteres Wachstum braucht und ob Fortschritt noch weiteres Wachstum braucht, sondern was wir überhaupt für Kategorien, für Konzepte und Vorstellungen brauchen, um unter den Voraussetzungen von der Aufrechterhaltung zivilisatorischer Standards durchs 21. Jahrhundert zu kommen. Und meine These wäre, dass uns Wachstum sicherlich das nicht ermöglichen wird, sondern dass das verhindern wird, dass man einen solchen zivilisatorischen Standard durch das 21. Jahrhundert hindurch aufrechterhalten kann. Es ist vielleicht der Beginn dieser 10 Minuten kleinen Einleitung. Wir haben ja ein gesellschaftlich betrachtet, politisch betrachtet, ein ganz
außergewöhnliches Problem, auf das auch niemand zunächst mal eine Lösung hat. Und dieses Problem würde ich mal so formulieren, dass uns eine Wirtschaftsform, die wir Kapitalismus nennen und die zentral darauf basiert, dass sie pausenlos Mehrwert generiert durch Erhöhung von Produktivität, durch Erhöhung von Ressourceneffizienz, durch Erhöhung von Arbeitseffizienz und so weiter, dass diese Wirtschaftsform natürlich einen zivilisatorischen Standard etabliert hat, der zentral darauf zurückgeht, dass tatsächlich Wachstumsversprechungen eingelöst worden sind und sich empirisch übersetzt haben in die Steigerung von materiellen Lebensbedingungen, von materieller Lebensqualität. Aber nicht nur das, sondern eben auch diesen einzigartigen historischen Fortschritt erlaubt haben, dass zumindest einige oder nicht wenige Gesellschaften auf der Erde demokratisch verfasst sind, dass sie freiheitliche Gesellschaften sind, dass sie rechtsstaatlich verfasst sind und dass sie, wie zum Beispiel in den westeuropäischen Gesellschaften, auch Standards der Gesundheitsbildungs- und Sozialversorgung etabliert haben, die so historisch überhaupt vorher niemals denkbar gewesen sind, geschweige denn erreicht worden wären durch irgendeine andere Form von Gesellschaft. Und das ist natürlich etwas sehr Bemerkenswertes, weil, wie man jetzt aus der Organisationssoziologie oder der Organisationspsychologie und so weiter mühelos sagen könnte, ist, dass dieser historische Erfolg der Erzeugung dieses zivilisatorischen Standards natürlich auch genau die Falle ist, weil dieses Wirtschaftsmodell und Gesellschaftsmodell natürlich etwas etabliert hat, was so voller mentaler, institutioneller und industrieller Infrastrukturen ist, dass man gar nichts anderes denken kann. Schlichter formuliert. Wir haben ein Erfolgsmodell, auf das wir 200 Jahre plus minus zurückblicken können für die früh industrialisierten Gesellschaften, das in jeglicher Form tiefen Prägungen unserer Orientierung, tiefen Prägungen unserer materiellen Existenzform, tiefen Prägungen unseres Umgangs mit Naturressourcen, des Umgangs mit der Welt und so weiter hergestellt hat, die sozusagen etwas anderes gar nicht denken lassen. Wir haben ein Kulturmodell A und es ist extrem schwierig, ein Kulturmodell B zu denken. Und dies insbesondere deswegen, weil eben dieses Modell fühlbar für alle privilegierten Mitglieder, die in so reichen Gesellschaften wie der deutschen leben können, weil dieses Modell eben so wahnsinnig erfolgreich ist. Jetzt gibt es aber das fundamentale Problem und die Grenzen des Wachstums 1972 erschienen, sind ja schon angesprochen worden, dass dieses Wirtschaftsmodell unökonomisch, also unökonomisch war es schon immer, aber unökonomisch in einem sehr handfesten Sinn geworden ist, weil es seit einigen Jahrzehnten seine eigenen Voraussetzungen konsumiert. Und seit der Prozess der Globalisierung diese Dynamik aufgenommen hat, die wir heute tagtäglich erleben, ist die Beschleunigung des Konsumierens der eigenen Voraussetzungen dieses Wirtschaftssystems natürlich, das ist nochmal beschleunigt abgelaufen, das Ganze. So dass im Grunde genommen dieses Erfolgsmodell zum Scheitern verurteilt ist, aber die Fatalität leider darin besteht, dass wir kein anderes haben und schon gar nicht in einer Dimension von Masterplan. Und so ein bisschen, wenn die Analogie gestattet ist, die sind immer schief, solche Analogien, aber als gedankliches Modell ist es eigentlich dieselbe Situation, als würde man jetzt, sagen wir mal, ein Mann in meinem Alter ganz prächtig gelebt haben, 50 Jahre lang und so weiter. Stimmt zu. Ja, aber Füchs stimmt natürlich schon sofort an der falschen Stelle zu. Ja. Nein, ja. Jetzt kommt aber was ganz Interessantes. Nicht nur die Party ist vorbei, sondern man hat im Grunde genommen erfolgreich und komfortabel und mit allen Qualitäten und so weiter, ist man durchs Leben marschiert und fand das, sagen wir mal, bis auf Kleinigkeiten irgendwie alles total in Ordnung und hielt die auch für verbesserungsfähig. Und jetzt kriegt man plötzlich nicht sozusagen den reflexiven Schub und denkt, ich habe meine Zukunft schon hinter
hinter mir, sondern man bekommt von einer äußeren Instanz, beispielsweise seinem Hausarzt oder irgendeinem Spezialisten mitgeteilt, war jetzt alles Dufte, was du gemacht hast, kannst du aber vergessen. Ja? Geht nicht mehr, weil du hast diese oder jene Krankheit und die erfordert eine radikale Umstellung deiner Lebenspraxis. So, und ich glaube, die Situation ist eigentlich vergleichbar, weil jeder dann sagen würde, ach nee. Also erstens kann das mal gar nicht sein, weil krank werden nur die anderen. Zweitens wird es auch überhaupt gar nicht so schlimm sein. Drittens ist es ja total schlecht, wenn ich meine ganzen Lebensbedingungen verändere, dann wäre ich ja erst richtig krank und so weiter und so weiter. Das heißt, Strategien der Nichtanerkenntnis, der vielleicht Verleugnung, der Verdrängung oder dann sozusagen nur der punktuellen Anpassung und sowas. Aber es ist extrem schwer, wenn man keinen anderen Plan hat und wenn man unvorbereitet ist, die kompletten Strategien, Handlungsweisen, Praktiken und sowas zu verändern, nur dafür, dass man weiterleben kann. Ja? Das ist ganz schön schwer. Und Gesellschaften unseres Typs stehen vor der genau der gleichen Problematik, zumal dann nicht so etwas passiert wie ein punktuelles Ereignis, sondern ein sukzessives Erodieren der Überlebensbedingungen oder der Funktionsbedingungen dieser Gesellschaft. Und jetzt haben wir eigentlich ja dann auch genau die gleiche Beobachtung, die man anstellen kann, wenn man sieht, wie wird jetzt eigentlich mit dieser Problematik umgegangen. Denn das Hübsche ist ja tatsächlich, ich meine, die Autoren der Grenzen des Wachstums vor 40 Jahren haben ja nicht Unrecht gehabt, auch wenn viele Schlauköpfe heute einwenden, naja, aber der Markt hat da sehr viel geregelt und mit dem Peak Oil war ja auch nicht so richtig und so weiter und so weiter. Und je weniger es gibt, desto mehr Marktmechanismen werden aktiviert, um dann neue Reserven freizusetzen und so. Aber grosso modo war die Analyse damals ja richtig, die vor 40 Jahren angestellt worden ist. Und sie war insbesondere in der Perspektive richtig, dass wir es nicht mit einer linearen Ausbeutungslinie von verfügbaren Ressourcen und einer linearen Steigerung der dabei anfallenden Emissions- und Müllmengen zu tun haben, sondern mit Exponentialfunktionen. Das heißt, die Menge dessen, was extrahiert wird, was verbraucht wird und was an Müll anfällt, steigert sich kontinuierlich. Und da ist natürlich ein ganz großes Problem mit verbunden, dass wir ähnlich wie in der Analogie mit der individuellen Person dann nicht sagen können, oh, jetzt hören wir mal auf und wenn man dann aufhört, dann ist wieder gut. Sondern in solchen Kurvenverläufen ist man dann möglicherweise in der Situation, wo sich sehr wenig noch korrigieren lässt oder wo man mit irreversiblen Sachverhalten es schon zu tun hat. So, und da erhebt sich einfach die Frage, jetzt komme ich auf den Begriff des zivilisatorischen Standards zurück, was macht man denn in einer Situation, wo man aufgrund eines spezifischen Kulturmodells, eines spezifischen Wirtschaftssystems einen zivilisatorischen Standard erreicht hat, den man nicht, so würde ich zumindest sagen, hintergehen möchte, wo man nicht hinter zurückfallen möchte. Ich persönlich würde auf Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und die genannten sozialen Errungenschaften sehr ungern verzichten. Ich würde das nicht für eine wünschenswerte gesellschaftliche Entwicklung halten, wo man das aufgibt. Ja? Und zu dem zivilisatorischen Standard gehören exakt diese historischen Errungenschaften. Das ist nicht zu verwechseln mit dem materiellen Standard, den diese Form von Wirtschaft und Kultur hervorgebracht hat. Und die große Aufgabe, vor der man steht, und da gebe ich zu, dass dafür überhaupt niemand eine Lösung hat, schon gar nicht in einem Masterplan-Format, besteht ja nun schlicht und ergreifend darin, wie halten wir den zivilisatorischen Standard aufrecht und konsumieren, produzieren, verbrauchen etwa Faktor 5 bis Faktor 10 weniger gegenüber heute. Weil das ist das Einzige, was man tun kann. So, weil wenn man so weitermachen würde und weiterhin auf Wachstum setzen würde, ist es vielleicht, da ist der Begriff der Party eigentlich ganz angebracht, ist es eine Party, die sicherlich noch in den reichen Ländern vielleicht 10, 15 Jahre ganz gut
rocken würde und vielleicht sogar noch ihren Eskapismus steigern würde, was sie ohnehin jeden Tag tut, aber sukzessive mehr Partygäste von dem Ganzen ausschließt und am Ende selber dann nicht mal mit einem Kater aufhört, sondern mit gar nichts mehr aufhört. Oder zumindest formulieren wir es mal anders, mit einem Weltzustand aufhört, den zum heutigen Zeitpunkt niemand für wünschenswert halten würde. Und insofern, selbst wenn alles stimmen würde, was Ökonomen und grüne Wachstumsverfechter und sowas an Benefits und Qualitäten dem Wachstum unterstellen, was ja an sich nochmal sehr stark in Frage zu stellen ist, weil vieles von dem, was Ökonomen sagen, wofür Wirtschaftswachstum tatsächlich zuständig ist, stimmt ja gar nicht. Aber da können wir dann in der Diskussion drauf eingehen. Selbst wenn das alles stimmen würde, käme man leider gar nicht umhin, sich was anderes einfallen zu lassen. Ja, vor dem Hintergrund der Problemstellung, die ich gerade skizziert habe. Und insofern halte ich, jetzt bin ich wahrscheinlich mit den 10 Minuten schon einigermaßen durch. Was? So langsam. Ja. Und deswegen halte ich eigentlich die Verwendung eines anderen Adjektivs vor dem Wachstum, also statt graues oder grün gepunktetes, rosa gepunktetes oder lila gestreiftes, dann grünes Wachstum zu favorisieren oder intelligentes Wachstum, für nicht besonders zielführend. Es geht wirklich darum, moderne Gesellschaft nach dem Wachstum zu denken. Und die Betonung liegt auf moderne Gesellschaft nach dem Wachstum, weil das ist es, was in diesem Begriff des zivilisatorischen Standards impliziert ist. Und da gibt es diverse Strategien. Der große Vorteil unserer privilegierten Lebenssituation besteht darin, dass man Handlungsspielräume und Freiheiten eben zum gegebenen Zeitpunkt noch hat. Andere Formen des Wirtschaftens, des Produzierens, des Konsumierens auszuprobieren, um vielleicht Wegmarken, einzelne Instrumente, einzelne Konzepte auf dem Weg in so eine Form einer modernen Gesellschaft nach dem Wachstum zu finden. Und ich glaube, dass es keinerlei Sinn macht, an diesen konventionellen ökonomischen Vorstellungen festzuhalten, auch wenn man es noch so schön finden würde. Aber ich finde es ehrlich gesagt noch nicht mal besonders schön, weil vieles von dem, was uns ja diese wunderbare Wachstumswirtschaft verkauft, im buchstäblichen Sinne, ja mittlerweile überhaupt nicht mehr überlebensdienlich ist oder glücksfördernd ist, sondern das genaue Gegenteil, indem sie diejenigen, die diese Produkte kaufen, ja in eine zunehmende Art von Abhängigkeit und Einmauerung verbringt, dass auch von dieser Perspektive her eigentlich nichts besonders Tolles mehr an diesen ganzen Wachstumsklamotten ist. Dankeschön. Vielen Dank, Harald Welze. Ralf. Ja, freue mich sehr auf den Abend. Ja, wirklich. Und fang mal damit an, um vielleicht genauer herauszufinden, worüber sich zu streiten lohnt und worüber nicht. Worüber wir uns vermutlich einig sind, nicht nur auf dem Podium, sondern mit vielen auch im Saal. Also Bruttoinlandsprodukt ist mit Sicherheit nicht der Maßstab für gesellschaftliche Wohlfahrt, schon gar nicht für individuelles Glück. Die Verluste des Wachstums, die ökologischen Verluste, dramatisch, aber auch die sozialen Verluste mit der permanenten Beschleunigung des Lebens. Und wenn man ein bisschen so aus den Mittelstandsbezirken rausgeht und eher an die Peripherie der Industriestädte geht, in die Hochhaussiedlungen, das ist auch eine Form von sozialen und kulturellen Verlusten gegenüber einer Lebensform, in der Menschen sehr viel ärmer, aber
eben sehr viel naturnäher und auf dem Dorf und so weiter gelebt haben, ohne dass ich das idealisieren will, weil das war mit anderen Entbehrungen verbunden. Und dass wir uns nicht zu Sklaven des Wachstums machen dürfen, darüber sind wir uns auch sicher einig. Was politisch bedeutet, dass wir die Abhängigkeit von wirtschaftlichem Wachstum reduzieren müssen, zum Beispiel, indem wir die Staatsverschuldung in den Griff kriegen, die öffentlichen Haushalte konsolidieren, weil nämlich Staatsschulden alles Wechsel auf weiteres wirtschaftliches Wachstum sind. Oder indem wir Produktivitätsgewinne, also Fortschritte in der Arbeitsproduktivität, stärker übersetzen in mehr freie Zeit statt in mehr Einkommen. Ob das am Ende wirklich populär ist und die Gewerkschaften diesen Weg mitgehen, wird man sehen. Aber Einzelne können es natürlich schon immer tun, sofern sie genug verdienen, dass sie auch mit 30 Stunden oder mit 20 einigermaßen gut über die Runden kommen. Was ich aber für eine komplette Illusion halte, Harald, ist die Vorstellung, wir könnten diese zivilisatorischen Standards der Moderne, die in Europa jedenfalls Ergebnis von 150 Jahren Industrialisierung und wirtschaftlichem Wachstum sind, bewahren, wenn wir das tun, was du gerade so in einem Satz propagiert hast, nämlich Reduktion von Produktion und Konsum um Faktor 4 bis Faktor 5, nämlich um minus 80-90%. Ich meine, das ist das Ende des Wohlfahrtsstaats, das ist doch vollkommen klar. Das ist auch das Ende des modernen Gesundheitswesens. Es ist das Ende der Mobilität, die uns ja doch, auch wenn wir viel über das Fliegen und den Autoverkehr schimpfen, ziemlich ans Herz gewachsen ist. Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Also das ist so ein bisschen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Zu sagen, wir können runter in der Produktion, in der Wertschöpfung, in diesen Größenordnungen, und gleichzeitig das zivilisatorische Fortschrittsniveau halten. Alleine mit Subsistenzproduktion wird das nicht funktionieren. Das ist aber gar nicht mein Hauptargument. Mein Ansatz ist ein anderer. Ich meine, es ist natürlich ein Argument, weil es ist die Schizophrenie auch der grünen Wachstumsdebatte. Ja, also die Rückkehr zu Position der 70er Jahre, jetzt in der modernisierten Form mit den Grenzen des Wachstums und Postwachstumsgesellschaft. Aber wenn man mal die Programme von SPD und Grünen und Linkspartei sich anguckt, das sind natürlich alles Wechsel auf weiteres wirtschaftliches Wachstum, nämlich Expansion von Sozialleistungen, kostenlose Bildung von der Erziehung bis zur Universität, armutsfeste Grundrente, Grundeinkommen und so weiter. Und so, ja, das ist, dieser Schizophrenie muss man sich schon stellen. Aber mein Hauptpunkt ist ein anderer. Dass wir nämlich diese Wachstumsdebatte bitte nicht als eine Nabelschau von deutschen Mittelschichten führen sollten. Oder meinetwegen auch von westeuropäischen Mittelschichten. Sondern dass wir uns damit konfrontieren müssen, dass wir global in einer Epoche von geradezu historischem wirtschaftlichen Wachstum leben. Weil nämlich jetzt das, was im 19. Jahrhundert in Europa stattgefunden hat, industrielle Revolution mit der Entstehung der großen Städte, der modernen Infrastruktur, also der Transportsysteme, aber auch eines modernen Gesundheitssystems, eines modernen Bildungswesens, jetzt global stattfindet. Wir sind global in einer Phase, in der Milliarden Menschen auf dem Weg sind, des Übergangs von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Und das ist für diese Menschen, da braucht man keine besonders
sophistische Diskussion über den Fortschrittsbegriff führen, realer Fortschritt. Das bedeutet, und wir verzeichnen das schon in den letzten 20 Jahren, eine deutlich steigende Lebenserwartung, eine Halbierung der Kindersterblichkeit, ein massiv ansteigendes Bildungsniveau. Das bedeutet halbwegs komfortable Wohnungen mit Haushaltsgeräten. Das bedeutet elektronische Kommunikation, Computer, Internet, auch Mobilität, die Möglichkeit, die Welt kennenzulernen, nicht mehr sein Leben lang in seinem Dorf oder in seiner Stadt festgebannt zu sein, außer wenn Krieg kommt und dann die Männer mobilisiert werden irgendwohin. Das ist realer Fortschritt. Und der ist verbunden mit einem stürmischen wirtschaftlichen Wachstum, das sich gewaschen hat. Und wenn es eine Erfahrung gibt aus der Klimadiplomatie der letzten 20 Jahre, dann die, dass die Entwicklungsländer über alles bereit sind zu verhandeln, nur nicht über ihre Optionen auf wirtschaftliches Wachstum. Und alle mir bekannten halbwegs ernsthaften Prognosen gehen davon aus, dass wir in den nächsten 20 Jahren eine Verdoppelung der Weltwirtschaft sehen werden. Und zwar in realen Größen. Also eine Verdoppelung des Volumens von Güterproduktion und Dienstleistungen. Das hat zum Beispiel mit dem Urbanisierungsprozess zu tun. Heute leben 3,5 Milliarden Menschen in Städten, das erste Mal etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Bis zum Jahr 2050 werden es etwa 7 Milliarden sein, von dann etwa 9 Milliarden Menschen auf der Welt. Und wenn Sie sich vorstellen, eine Verdoppelung der Stadtbevölkerung, das ist ein enormes wirtschaftliches Wachstum. Und zwar auch quantitatives Wachstum. Von Material, von Energie, von Wasser. So. Das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Jedenfalls aus einer ökologischen Perspektive. Aber auch aus einer, ich würde sagen, Perspektive von globaler Sozialpolitik. Und wenn es richtig ist, dass dieses Wachstum, das gar nicht von uns abhängt, ökologisch in den Kollaps führt, wenn es auf der Basis des bisherigen Modells stattfindet, also der bisherigen Art der Energieproduktion, der bisherigen Art, wie wir Verkehr organisieren, mit dem privaten Automobil im Zentrum, der bisherigen Landwirtschaft und auch des bisherigen Ressourcenverbrauchs, dann ist die Antwort darauf nicht aufhören mit dem Wachstum. Das ist eine völlig illusionäre Vorstellung. Es gibt auch niemanden, der das durchsetzen könnte. Sondern dann ist die Antwort das, was ich, und nicht ich allein, stehe da in großen Schuhen von Leuten, die das vorgedacht haben, grüne industrielle Revolution nennen. Oder wachsen mit der Natur. Das heißt, ein radikaler Richtungswechsel von wirtschaftlicher Entwicklung, nicht mehr durch Raubbau an der Natur, sondern durch Koproduktion mit der Natur, durch Koevolution mit den Produktivkräften der Natur. Und im Kern geht es um Entkopplung von wirtschaftlicher Wertschöpfung und Naturverbrauch. Dass Wirtschaft weiter wachsen kann, jedenfalls im globalen Maßstab, ich meine, in der Bundesrepublik mit unserer demografischen Entwicklung ist das sowieso ein Streit um Kaisersbad. Das Wachstumspotenzial in der Bundesrepublik, das ist vielleicht noch irgendwie 0-2% im Durchschnitt. Das ist doch überhaupt nicht der Streit, der sich wirklich lohnen würde. Sondern die Frage ist, wie wir mit dieser globalen Wachstumsdynamik fertig werden und welche Rolle wir dabei spielen können als Bundesrepublik, als ein hochindustrialisiertes Land. Ob wir Vorreiter werden können
für diese Entkopplung von Wertschöpfung und Naturverbrauch, für grünes Wachstum. Und das heißt im Kern drei Dinge. Erstens eine massive Steigerung von Ressourceneffizienz. Das ist nämlich Faktor 4, Faktor 5, was Harald hier gesagt hat. Ernst-Ulrich von Weizsäcker und andere, die das durchbuchstabiert haben. Aus weniger Material mehr Wohlstand erzeugen. Das ist der Kern von Effizienzrevolution. Und das zweite ist Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, die keinen Abfall mehr kennt, in der jeder Reststoff zum Ausgangspunkt einer neuen Wertschöpfung wird. Auch das heißt Lernen von der Natur. Und das dritte ist der Übergang von fossilen Energiequellen, von Kohle, Öl und Gas, die bisher das Wachstum befeuert haben, zu erneuerbaren Energien. Und von begrenzten mineralischen Rohstoffen zu nachwachsenden Rohstoffen. Also eine Solarökonomie, wenn Sie wollen, in der letztlich alle Wertschöpfung auf dem Prozess beruht, der das ganze biologische Leben auf der Erde prägt und ermöglicht, nämlich die Umwandlung von Sonnenlicht, Wasser und CO2 in Energie und in biochemische Stoffe. Das ist die Vision sozusagen einer ökologischen Industriegesellschaft. Und das ist die große Herausforderung für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Alle Kreativität zu mobilisieren, um diesen Übergang zu schaffen. Das ist ein Wettlauf mit der Zeit. Niemand weiß, ob wir ihn gewinnen. Es ist ein Wettlauf mit der ökologischen Krise. Aber ich sehe erstens keine andere realistische Alternative und zweitens keine, die attraktiver wäre, die mehr Mut machen würde, die vielleicht auch mehr Begeisterung schaffen würde für dieses Neue, für diese neue Stufe der Industriegesellschaft. Das steht nicht im Gegensatz zu einem bewussten und verantwortungsvollen Leben, vor allem wenn es um Ernährung geht. Ist doch klar, dass 60, 70 Kilogramm Fleischkonsum pro Kopf nicht globalisierbar sind. Aber Verhaltensänderungen ersetzen nicht das, was wir grüne industrielle Revolution nennen. Darauf kommt es an. Vielen Dank, Ralf. Ja, meine Damen und Herren, ich könnte jetzt schlaue Fragen stellen. Ich habe auch ein paar auf dem Zettel, aber ich lehne mich, glaube ich, zurück und höre einfach weiter zu Harald Welze. Vorerst. Ja, vielleicht erst mal einen kurzen Kommentar. Ich fand ja vieles und finde auch vieles, was du in deinem Buch schreibst, sozusagen in sich durchaus plausibel. Es gibt nur ein großes Problem bei der ganzen Sache. Wenn man diese ganzen Ziele verfolgt, meinetwegen Koevolution, Abkoppelung von Wachstum vom Ressourcenverbrauch, was übrigens nichts anderes als Magie ist, das geht nämlich nicht, aber halte ich auch für wünschenswert, auch 100% erneuerbare Energien und so, da haben wir gar keinen Dissens. Das Problem fängt aber genau an der Stelle an, wo ich das Kulturmodell beibehalte. Und wenn wir in einem Kulturmodell existieren, das in jeder Facette, sozusagen von seinem ganzen Telos her, worauf es hinaus will, ein expansives Kulturmodell ist und was jede Form von individueller Entwicklung und gesellschaftlicher Entwicklung in Kategorien der Expansion definiert, dann erzeuge ich, egal welche fantastische koevolutionäre Technologie oder Bionik oder sonst was ich irgendwie entwickle oder welche flächendeckende Versorgung mit erneuerbaren Energien, nichts anderes als bessere Möglichkeiten zur Expansion. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Ja, das ist auch das, denke ich, was bei deinem Ansatz
fehlt, weil du diskutierst es im Grunde genommen in der Immanenz eines scheinbar funktionierenden Modells, was nur leider auf der Ebene einzelner Segmente nicht richtig gut funktioniert und optimierbar ist. Und das ist ein wahnsinnig konventionelles Modell. So hat Kapitalismus immer funktioniert. Übrigens hat er auch immer nur funktioniert, weil er permanent Ressourceneffizienz erhöht hat. Es geht deshalb bei einer Veränderung einer modernen Gesellschaft von einer expansiven zu einer reduktiven Gesellschaft überhaupt nicht um die Erhöhung von Effizienz, sondern um die Reduktion von Effizienz. Ganz schlicht und ergreifend. Ja. Aber der theoretisch und politisch wirklich wichtige Punkt ist, solange ich ein expansives Wirtschaftsmodell beibehalte, fördert die flächendeckende Versorgung mit erneuerbaren Energien die Möglichkeiten der Extraktion von Material, weil es keine Markt- und keine natürlichen Barrieren dafür gibt, noch mehr Energien einzusetzen. Das wäre ein theoretisches Argument. Ja, solange ich das Kulturmodell beibehalte, nützen mir diese ganzen Innovationen gar nichts. Sie tragen zum Weiterfunktionieren dieses falschen Prinzips bei. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, und ich habe auch nicht richtig verstanden, warum du das nicht diskutierst. Und die andere kurze Kommentierung zu dem, was du jetzt ausgeführt hast. Ich finde ja die Begrifflichkeiten, und mir geht es ja selber häufig auch so, in denen man argumentiert, die machen so sehr deutlich, wie sehr man diesem expansiven Modell verhaftet ist. Du sprichst zum Beispiel von Wettlauf, von Vorreitertum, von Vorausgehen und so weiter und so weiter. Und das sind ja alles Kategorien, die sind aufs Engste an diesen Typus von Wirtschaft und Gesellschaft verknüpft. Ich stelle mir gar keine zukünftige Gesellschaft in einem emphatisch guten Sinne vor, wo Kategorien wie Wettlauf und Vorreiter und Spitzenleistung und Exzellenz und dieser ganze 19., 20. Jahrhundert-Käse noch irgendwie positiv besetzte Kategorien wären. Letzter Punkt. Das fand ich wunderbar, als du über Mobilität gesprochen hast, hast du gesagt, dass es ist uns so ans Herz gewachsen. Ja. Das ist uns alles so ans Herz gewachsen. Das ist auch so. Ich habe mit meinen Studierenden im letzten Semester haben wir so ein Seminar über Transformationen und sowas gemacht. Ja? Und dann hat man ja eine Woche intensiv diskutiert man zusammen, und die gehen wirklich bei allem mit und bei vielem gehen sie noch drüber hinaus. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gab es so ein Körbchen, das habe ich in die Mitte gestellt und gesagt, und jetzt schmeißt ihr alle euer iPhone da rein. Ja? Weil wir waren halt an der Stelle angekommen, wo man sagen muss, man muss den Pfad verlassen, man muss einen Pfadwechsel machen. Ja? Und da hörte der Spaß auf, ja? Genauso wie der Spaß aufhört eben bei den ganzen Reisen und sonst was, weil uns das alles so ans Herz gewachsen ist. Und wenn man jetzt das Ganze nochmal historisch betrachtet, dann gab es vieles zu unterschiedlichen historischen Phasen, was bestimmten privilegierten Gruppen ans Herz gewachsen war. Also, sagen wir mal, erste Jahrhunderthälfte britisches Empire, ja, Hochzeitsreisen nach Afrika mit großer Entourage und Bediensteten und so weiter und so weiter und so weiter, gibt es heute nicht mehr. War denen aber echt ans Herz gewachsen, ja? Oder Großwildjagden oder sowas, ja? Und den Manchester-Kapitalisten war Kinderarbeit total ans Herz gewachsen, ja? Ja, ja, ja. Das geht doch genau darum, dass man auch unter veränderten historischen Bedingungen mindestens realisieren muss, welche Form von Selbstblockierung durch diese emotionale und affirmative Ankoppelung an dieses System, an diese Form von System erzeugt wird. Und das ist einfach eine Blockierung. Und das muss man, glaube ich, sehen. Letzter Satz dazu, deshalb ist, dann brauchst du es nicht so persönlich zu nehmen. Aber wenn ich sehe, dass der ganze Klimadiskurs, ja, mit Roadmaps, Leitplanken, Kurve kriegen und sonst was konnotiert ist. Ja, alles aus der automobilen Infrastruktur. Ja, damit schafft man dann die Klimawende und sowas. Ja, Weichenstellungen etc. etc. Da merkt man doch, wie dieses Kulturmodell auch Denkmöglichkeiten völlig blockiert, und die muss man erstmal aufbrechen. Ja, es sind schon unterschiedliche
kulturelle Ideen. Ich sehe tatsächlich nicht ein, man kann auch sagen, ich finde es nicht erstrebenswert, warum wir eigentlich aussteigen sollen aus einem Modus, der die ganze Geschichte der menschlichen Zivilisation kennzeichnet. Angefangen von den frühen Formen von Ackerbau und Viehzucht. Das war nämlich immer Bestrebungen, die Grenzen dessen, was dem Menschen auf der Erde möglich war und was früher sehr stark durch die Naturgewalten bestimmt wurde, zu erweitern. Sagen, die ganze Geschichte der menschlichen Zivilisation ist tatsächlich diese Bewegung über die Grenzen hinaus. Und das ist, wenn Sie wollen, historischer Fortschritt. Das ist eine Erweiterung der Entfaltungsmöglichkeiten der menschlichen Existenz auf diesem Planeten. Zunächst in einem ganz materiellen Sinn. Also diese frühen Menschen, die haben im Durchschnitt vielleicht 20 Jahre gelebt, waren vollkommen ausgeliefert ihrer natürlichen Umwelt. Und dann mit wachsendem materiellen Wohlstand die Entwicklung der menschlichen Kultur. Die beruhte nämlich auch auf Wachstum von Produktion. Und dieser Faktor, ich weiß nicht, ob man so weit gehen soll zu sagen, das ist fast eine anthropologische Konstante. Sie finden das ja auch in der Mythologie. Die Vertreibung aus dem Paradies beginnt damit, dass Eva und Adam vom Baum der Erkenntnis essen. Und naja, sie war die Eigentliche, die nach Erkenntnis strebte. Das war der Sündenfall. Ja, das war der Sündenfall. Das finden Sie weiter in der Prometheus-Sage. Prometheus, der das Feuer von den Göttern auf die Erde geholt hat und die Menschheit die Künste des Handwerks gelehrt hat, er wurde dafür bestraft, indem er an den Felsen geschmiedet wurde von den Göttern und ein Adler fraß stückweise seine Leber auf. Sie finden das im Faust. Der Faust, das ist wie so eine Urschrift der Ökologiekritik gegen die Beschleunigung, gegen die Geldwirtschaft, gegen die Unterwerfung der Natur. Ich war am Schluss die Eindeichung von Küstenland, um da eine neue Stadt zu bauen. Und das Finale von Faust ist, auf Vernichtung läuft's hinaus. Das ist das eben, auf Vernichtung läuft's hinaus. Dieser Versuch industrieller, wissenschaftlicher Technologie läuft auf Vernichtung. Also das ist überhaupt keine neue Debatte, die ist auch viel älter als der Kapitalismus. Ob wir Wesen sind, die immer nach neuen Erkenntnissen und nach neuen Möglichkeiten streben. Und ich, also wenn du jetzt die Rolle spielen willst, sagen von Savonarola, ja, oder sagen der Mönchsbewegung im Mittelalter, werft allen materiellen Tand ab, führt ein geistiges Leben, geht ins Kloster, ist ja schön, das kann jeder individuell für sich so entscheiden. Das mag auch wirklich ein persönlicher Gewinn sein. Man soll nur nicht glauben, dass man daraus eine Politik machen kann. Eine Politik, die sagen, versucht, Menschen das vorzuschreiben. Und meine Quintessenz ist tatsächlich, ich formuliere das auch so in meinem Buch, das Ziel grüner Politik ist nicht der neue Mensch, sondern das Ziel grüner Politik ist die neue Produktionsweise. Mit dem neuen Menschen haben wir so im letzten Jahrhundert ein paar Erfahrungen gemacht. Die würde ich nicht gerne wiederholen, jedenfalls dann, wenn wir das zu politischen Programmen machen. Also ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass wir nicht am Ende
dieser Geschichte des Fortschritts sind, sondern dass wir in einer Übergangsphase sind, in einer Inkubationsphase zu dem, was man ökologische Moderne nennen könnte, die tatsächlich diese Errungenschaften der Moderne, von denen wir beide, die wir beide wertschätzen, Demokratie, individuelle Freiheit, Optionsmöglichkeiten, also Entfaltungsmöglichkeiten. Man muss nicht etwas Bestimmtes werden, sondern man kann sich selbst entwerfen. Dazu gehört übrigens auch Mobilität. Ich meine, ich bitte, also wir leben erstens in einer globalisierten Ökonomie. Wir leben zweitens in einer globalisierten Wissenschaft, in einer globalisierten Kunst und Kultur, einer zunehmend globalisierten Bildung, und wir finden das auch gut, dass unsere Kinder im Ausland studieren und Austauschjahre machen. Und natürlich ist das gut, weil das ein Schritt in die Weltgesellschaft ist. Und sogar die Liebe ist zunehmend globalisiert. Wer von den Älteren hat denn Kinder, die nicht deutsche Freunde oder Freundinnen haben? Und zu glauben, das ist doch wirklich Selbstbetrug. Ja, wir würden jetzt unsere Mobilität um 80% reduzieren, bloß weil wir nicht mehr zum Shoppen nach London fliegen, was ja pervers ist, ist ja in Ordnung. Aber wenn wir das lassen, reduzieren wir nicht die globale Mobilität um 80%, sondern wir müssen die Mobilität neu erfinden, sie CO2-neutral machen. Das wäre jedenfalls meine Schlussfolgerung. Meine Damen und Herren, ich genieße den Abend, und es fühlt sich ein bisschen an wie beim Tennis. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, dass wir jenseits von fachpolitischen Spiegelstrichen gerade irgendwie schon im Zentrum von der Frage sind, die irgendwie, um die es geht. Niklas Hus meint, es sei religiös. Ich würde, bevor Harald Welzer einfach wieder kommentieren, da vielleicht ist doch eine kleine Frage. Die ignoriere ich sowieso. Genau, die ignoriert er sowieso. Es sind nur auch nur zaghafte Anflüge von Moderation. Weil mich das ernsthaft nochmal interessieren würde, mit Blick auf deine Position, Harald, nämlich tatsächlich der Zusammenhang von einem guten, gelungenen Leben. Ich würde vielleicht tatsächlich irgendwie sagen, von einem selbstbestimmten Leben, aber das sind wir schon bei einer philosophischen Debatte, und seinen Voraussetzungen im globalen Maßstab. Weil das ist ja tatsächlich irgendwie ein Unterschied, über den man mal reden könnte. Wie diskutieren wir das hier sozusagen in unserer materiellen Situation, und wie ist das eigentlich zu beurteilen für die 70-80% der Menschen, die gerade erst sozusagen diesen Wohlstandssprung versuchen? Also dann gehe ich symbolisch auf die Frage ein. Ist in der Tat ja auch eine wichtige Frage, weil das auch der zentrale Aspekt von Ralfs Argumentation ist. Klar, man darf das nicht in der westeuropäischen Mittelstandsperspektive diskutieren. Aber genau da, glaube ich, liegen einige Unschärfen, glaube ich, in der Formatierung des Problems, über das man eigentlich spricht. Ich kriege in Diskussionen, also in den Diskussionen nach irgendwelchen Vorträgen, mit einer geradezu verblüffenden Gesetzmäßigkeit die Frage gestellt, eigentlich die der Argumentation von Ralf zugrunde liegt: Ja, das ist ja alles schön, was die da sagen und so weiter, aber was ist denn mit den Chinesen, / den Indern, / irgendwem anders, bei sozial aufgeklärten Menschen, auch den Hartz-IV-Empfängern oder sowas? Wollen Sie denen denn diesen ganzen zivilisatorischen Fortschritt vorenthalten? Wer sind Sie denn, dass Sie das tun wollen? Und außerdem, das gilt dann für die Chinesen und die Inder im Besonderen, die wollen ja so sein wie wir. Was soll denn daran schlecht sein? Ja?
Und das ist ja eine interessante Figur. Ja? Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass... Ja, ich gehe, das ist doch irgendwie... Jetzt beschwert der Moderator, dass ich auf seine Frage eingehe. Das ist eine ganz interessante... Und ja, da steckt ja unheimlich viel drin. Erstmal ist ja die Unterstellung, dass auch nur irgendeine Chinesin oder ein Chinese so sein wolle wie irgendeine Deutsche oder ein Deutscher totaler Schwachsinn. Ja? Die wollen, wenn dann überhaupt diese Form von materiellem Reichtum oder sowas in der Größenordnung oder eine kleinere Größenordnung davon als Chinesinnen oder Chinesen haben und nicht als Deutsche oder sowas. Ja, da liegt ja schon mal sozusagen eine völlige Überhöhung der Position drin, in der man selber steckt, gerade in so einer globalisierten Perspektive. Aber psychologisch ist das Ding natürlich noch viel interessanter, weil man natürlich überhaupt kein besseres Argument sich ausdenken kann, als dass alle so sein wollen wie man selber. Das heißt ja, das kann ja gar nicht falsch sein. Ja? 7 Milliarden Menschen wollen so sein wie wir, die wir dieses System erfunden haben und diese Form des Wirtschaften kann ja nicht falsch sein. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Sedativ für alle Arten von Zweifel an diesem Fortschritts- und Wirtschaftsmodell, die einen manchmal so überkommen. Dann kommt der Chinese wie so ein Schachtelteufel und sagt, guck mal, der will genauso. Zweiter Punkt dazu. Ich glaube ja, dass wir gar nicht so sein wollen wie wir. Und das ist ja ein sehr interessanter Aspekt. Ich glaube nämlich, dass in diesen Sog dieser allumfassenden Kapitalisierung aller Lebensverhältnisse, die den ganzen Planeten erfasst hat, wir, unsere Gesellschaften auch erfasst worden sind, weil die Mitglieder dieser Gesellschaften, auch der deutschen Gesellschaft und der reichen Gesellschaften, längst Idealen nacheifern und Bedürfnissen folgen, die vor nicht allzu langer Zeit niemals ihre Bedürfnisse gewesen sind. Das heißt, die Frage, die man eigentlich mit diesem Typ von demokratischem Kapitalismus und sozialer Marktwirtschaft beantworten wollte, die ist längst aus der Optik gekommen, weil im Moment geht es um gar nichts mehr in den sozusagen stilisierten Bedürfnissen, jedenfalls nicht um gelungene Beziehungen oder gutes Leben oder Zukunftsfähigkeit, sondern es geht letztlich überhaupt nur noch darum, in rein quantitativen Kategorien zu suggerieren, dass Lebensverhältnisse sich dadurch verbessern, dass man nicht mehr das iPhone 5, sondern das iPhone 6 hat. Ja? Und das ist sicherlich nicht die Frage, auf die unser Typ Gesellschaft ursprünglich mal eine Antwort geben wollte. Genauso wenig, wie es die Frage ist, auf die eine chinesische Gesellschaft oder eine indische oder sowas eine Antwort geben wollte. Und in einer gesellschaftstheoretischen Perspektive und auch hinsichtlich der Entwicklungsdynamiken von Gesellschaften finde ich das eigentliche Problem, wie diese Form von totalitärem Konsumismus alle Gesellschaften und die Mitglieder der Gesellschaften in denselben Sog reinzieht und sie völlig vergessen lässt, dass die Frage eine andere gewesen ist. Und das finde ich hochproblematisch in dieser Affirmation, die du da vornimmst. Und noch einen Punkt dazu. Diese Anthropologisierung von, ja, Menschen wollten immer die Grenzen überschreiten. Das ist ja nichts anderes als eine Rückprojektion, die aus unserem Kulturmodell kommt auf die ganzen 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Das ist, wenn es eine anthropologische Konstante gibt, dann ist es sicherlich die, dass die menschliche Lebensform eine kooperative Lebensform ist. Und dass es deshalb für Menschen unglaublich wichtig ist, zu kooperieren und in funktionierenden Beziehungen zu existieren. Das ist anthropologisch bei der Überlebensform Mensch. Und wenn ich es jetzt mal mit der gleichen Emphase wie du machen würde, dann würde ich sagen, gerade mit dieser Form einer vollkommen losgelassenen, konsumtotalitären Wirtschaft wird exakt das zerstört, was die Grundbedingung für die menschliche Überlebensform ist, nämlich tatsächlich die funktionierenden Beziehungen, indem das alles aufgelöst wird in reine, quantitativ messbare, numerisch abbildbare und durch Expansion sozusagen dokumentierte Lebensform. Und das ist einfach scheiße. Und das kann man nicht affirmieren.
Also von wegen Rückprojektion sagen, unserer Zivilisation auf die Geschichte, also wenn ich nicht irre, ist zum Beispiel die Geschichte vom Turmbau zu Babel ein bisschen älter. Ja, das ist nämlich genau eine wunderbare Metapher dafür, dass der Mensch dafür bestraft wird, dass er versucht, wie Gott zu sein, in den Himmel zu bauen. Ja, also diese Dialektik zwischen höher, schneller, weiter, besser und der Angst davor, dass das in die Katastrophe führt, die finden Sie in der ganzen Kulturgeschichte. Und natürlich ist dieser Fortschritt auch, der hat ein Janusgesicht, da gibt es katastrophische Elemente, aber es ändert nichts daran, dass, wenn Sie nun im langen Bogen denken, das tatsächlich zivilisatorischer und historischer Fortschritt war. Das hat Harald Welzer zu Beginn ja auch eingeräumt. So, und jetzt nehmen wir nochmal den totalitären Konsumismus und unser Vorbild. Ich meine, wovon reden wir? Wir reden doch nicht von dieser schmalen Schicht von Leuten, die wirklich in einem historisch einmaligen Überfluss leben, die von allem zu viel haben, sondern wir reden von Milliarden Menschen auf dieser Welt, die nach ganz elementaren Wohlstandsgütern, wenn sie wollen, streben. Dazu gehört Elektrizität, dazu gehört fließendes Wasser, dazu gehören einigermaßen komfortable Wohnungen, in denen nicht 4 oder 5 Menschen in einem Zimmer leben müssen. Dazu gehören Kühlschränke, dazu gehören Kühlschränke, dazu gehören auch natürlich Computer, Internet, Mobilkommunikation, Unterhaltungsmedien. Dazu gehören Universitäten, Schulen, Kliniken. Und es ist dieser Prozess des Aufstiegs aus bitterer Armut in eine materiell anständige Lebensform, die es Leuten ermöglicht, bei einigermaßen guter Gesundheit relativ alt zu werden und ihre Individualität zu entwickeln. Dieser Prozess ist es, der das globale Wachstum vorantreibt. Weil er Milliarden Menschen erfasst. Und der wird sich auch nicht daran ändern, wenn wir uns dazu aufraffen, von bestimmten Formen von Luxuskonsum oder Überkonsum, wer das auch immer definiert. Im Grunde kann das nämlich nur jeder für sich selbst definieren, was zu viel ist. Und jeder von uns muss sich selbst überlegen, wo wir uns zum Sklaven machen der Dinge, die wir haben wollen und welchen Preis wir bereit sind, dafür zu zahlen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir in einem dynamischen Wachstumsschub der Weltwirtschaft leben, der durch diesen Aufstieg von Milliarden Leuten aus vorindustriellen und sehr armen Verhältnissen in bescheidenen Wohlstand geprägt ist. Und auf diese Entwicklung mit einer Verdoppelung der Weltwirtschaft in sehr kurzer Zeit müssen wir eine Antwort finden. Und die Antwort, davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, die kann jedenfalls global nur sein, dass wir diese Entkopplung schaffen müssen, von der Harald sagt, es ist Magie, Moment. Ich meine, wir haben doch schon Erfahrungen zumindest von ersten Fortschritten in diese Richtung. Etwa was den Energieverbrauch der Industrie in der Bundesrepublik angeht, ihre CO2-Emissionen. Nehmen wir mal das Beispiel der Chemieindustrie. Die hat seit 1990 ihren Umsatz um 70% gesteigert. Ihr Energieverbrauch ist um 30% zurückgegangen und ihre CO2-Emissionen um 40%. Das war Ergebnis von politischem Druck. Aber es war auch das Ergebnis von enormen Erfolgen, was Energieeffizienz angeht, Kraft-Wärme-Kopplung, Übergang von Öl auf Gas und jetzt zu erneuerbaren Energien. Und diesen Weg müssen wir fortsetzen. Und da sehe ich in der Tat
Ich meine, wir können jetzt natürlich alle sagen, wir machen jetzt eine große Hippie-Kommune aus der Bundesrepublik. Aber dann sollten wir nicht so tun, als würden wir sozusagen das Niveau unseres Wohlfahrtsstaats halten. Ja? Also zu sagen, wir klinken uns mal eben aus dem globalen Wettbewerb. Ja, auf, sozusagen von Produktivitätsentwicklung und technischer Innovation. Wir klinken uns mal aus dem globalen Wettbewerb. Bitte? Hilfe! Um Nein, Gottes Willen, Hilfe. Ein undenkbarer Gedanke. Nein, wir klinken uns nur, aus dem Konsequenz globalen Wettbewerb. Zu Ende denken. Ihr ich Lieben. Sage nur, du sollst die Konsequenz zu Ende denken. Das sollst du tun. Also, das grüne Wachstum eine gewisse Magie hat, weiß ich nicht, aber unser Abend hat ihn auf jeden Fall. Sie spüren das Knistern und bevor wir jetzt, und das wird langsam Zeit, ins Publikum gehen, noch eine letzte Frage hier vorne, die sich noch zu fragen lohnt, nämlich jetzt mal jenseits dieser Frage Postwachstum, grünes Wachstum, nochmal auf der Akteursebene, wer sind eigentlich die Akteure ökologischer Politik? Und ich würde das gern mal sehr konkret fragen, an einem Beispiel, das zumindest alle Grünen hier im Saal mit Sicherheit umtreiben wird, nämlich anhand des Vorschlags eines Veggie Days. Weil das ist ja ganz interessant, also es gibt empirische Untersuchungen jetzt im Nachgang zur Wahl, wo völlig klar ist, dass dieser Vorschlag geschadet hat, dass Leute die Grünen nicht gewählt haben, weil sie diesen Vorschlag gemacht haben. Aber mit Sicherheit nicht alleine, ich will jetzt auch in keine Wahlauswertung eintreten, aber das ist doch eine interessante Frage für die Diskussion, wenn Sie mir noch kurz zuhören, die wir gerade führen. Denn in gewisser Weise könnte man noch sagen, Harald Welzer, dass da genau die, sagen wir mal, eine kollektive Form vorgeschlagen wurde, die ein ökologisch verantwortliches Leben praktiziert und das nicht nur programmatisch reklamiert und genau das fliegt einem dann wieder um die Ohren. Also was ist eigentlich ökologische Politik nach deinem Verständnis in dem Spannungsfeld von Staat, alternativen kollektiven Formen und individueller Entscheidung, und das würde ich Ralf auch noch gerne fragen, und Sie können sich derweil schon mal auf Ihre kurzen Statements und Fragen vorbereiten. Es können leider nicht alle dran kommen, das weiß ich jetzt schon, aber wir werden einen gerechten Proporz zwischen dem linken Flügel, der Mitte des Saals und dem rechten Flügel finden. Harald. Also vielleicht ganz kurz zu dem Veggie Day. Also ich glaube, wenn das überhaupt zutreffend ist, dass das Stimmen gekostet hat, keine Ahnung, ob das der Fall ist, könnte sein, wurde ja hier auch schon geäußert, dass es vielleicht andere Faktoren auch noch gegeben hat in dem Wahlkampf. Aber das brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Aber ich glaube, wenn es so wäre, dann könnte es natürlich auch an einer selbst aufgestellten Falle liegen, die übrigens sehr viel mit dem Thema grünes Wachstum zu tun hat und Energiewende und so weiter zu tun hat. Und die Falle besteht darin, dass man Menschen versucht, den Eindruck zu vermitteln und die Illusion weiterzugeben, dass alles so toll bleiben kann, wie es jetzt ist, nur alles ist grüner. Ja? Das heißt, dieselbe Konsumwelt, dieselben hybriden Ansprüche, dieselben Fernreisen, alles dieses und deshalb auch immer Fleisch. Ja? Deshalb kommt das dann so, huch, Veggie Day, aber wir wollten doch öko sein und jeden Tag Rindfleisch haben. Ja? Und das ist, das, ne, was heißt hier Quatsch? Das ist die Suggestion, die in dieser, also das, jetzt kommen wir auch nochmal auf den Punkt zurück und das wäre auch klasse, wenn das ein Thema für die weitere hitzige Diskussion wird. Mir ist es vollkommen unklar, wieso deine Position sich auf die reine Immanenz eines bestehenden Kultur- und Gesellschaftssystems bezieht und darauf setzt, dass man das immanent verbessern müsste und dann wäre es schon gelöst. Das ist hochgradig zustimmungsfähig. Das stimmt sogar Herr Paquet von der FDP zu. Der hat damit überhaupt kein Problem. Ja?
und andere aus der FDP, falls es die noch dann irgendwann geben sollte, ne, stimmen da alle zu. Das ist total affirmativ. Mir ist vollkommen unklar, auch in dieser Perspektive auf die Globalisierung, wieso denn nicht das Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, was genau diese Probleme generiert, über die die Grünen sich gewissermaßen konstituiert haben, wieso das völlig affirmiert wird. Ich verstehe das überhaupt nicht, als gäbe es gar keine andere Möglichkeit. Es war eben auch so, sollen wir aus dem globalen Wettbewerb aussteigen? Na, ist das eine verbotene Frage? Ist das völlig undenkbar? Also man muss doch mal da ein bisschen vielleicht beginnen tatsächlich selbst zu denken und zu sagen, in welchen Kategorien möchte ich mich denn selber politisch überhaupt verstehen und gibt es nicht vielleicht noch andere, ja, die dann vielleicht tatsächlich auf andere Spuren führen als auf diese totale Affirmation. Und einen Satz möchte ich noch dazu sagen, zu diesen Konsumsachen. Diese Argumentation, wie du sie in dem Buch machst und hier auch, die ist ja insofern auch völlig fiktiv, weil alles das, was gegenwärtig passiert, ist ja die Fortsetzung der Zerstörung der Welt in größerem Maßstab. Die deutsche Autoindustrie existiert davon, dass jeden Tag 2000 deutsche Autos in Peking zugelassen werden. Ja? Und ich meine, das kann man auch nicht sagen, das müssen wir dann hinterher nochmal korrigieren, dass die das dann durch Elektroautos ersetzen mit höherer Effizienz oder so, sondern das ist doch ein Punkt, wo man vielleicht mal etwas ernsthafter diskutieren muss. Genau. Also ich finde Veggie Day das, super. Genau, das tun wir ja. Mal zu dem Veggie Day. Ich bin überzeugt davon, dass gerade nicht das Problem war, eine Kritik an der Massentierhaltung und der Tierquälerei, die ist nämlich populär. Die teilen viel mehr Leute, als jetzt Grün gewählt haben. Das Problem war auch nicht zu sagen, Leute, ein Fleischkonsum, ich habe die Zahl vorhin genannt, von 60, 70 Kilo pro Jahr und Kopf, das ist unter keinen Umständen zukunftsfähig. Das würde den Druck auf die Landwirtschaft, auf die Böden dieser Erde, auf die letzten Wälder, die man dann in Viehweiden oder in Sojaacker verwandeln müsste, so erhöhen, dass wir in den ökologischen Kollaps stürzen. Diese Argumente kann man sehr gut vertreten. Und wir vertreten sie ja auch. Ich meine, Böll-Stiftung, Fleischatlas, wissen Sie doch wahrscheinlich. Der Punkt war gar nicht, dass man gesagt hat, wir müssen da was ändern. Und Harald, mach es dir nicht so leicht zu sagen, wer nicht deiner Position ist, sagt, alles kann so bleiben, wie es ist. Das ist jetzt wirklich Unterniveau. Der Punkt war doch nicht, dass wir gesagt haben, wir müssen was ändern, sondern der Punkt war, dass es in dem Duktus daherkam, der von vielen als Bevormundung verstanden wurde. Und von, wir wollen den Leuten sagen, ihr Alltagsleben vorschreiben. Und dagegen gibt es eine allergische Reaktion. Ich bin überzeugt davon, dass wir sogar gepunktet hätten. Übrigens ist für mich die Frage, ob was populär ist oder nicht, nicht der Maßstab von richtig und falsch. Aber ich bin sogar überzeugt davon, dass wir gepunktet hätten, wenn wir das als einen Vorschlag, als eine Initiative gestartet hätten, als eine Art Graswurzelbewegung, möglichst viel, das findet ja längst statt, Kitas, Schulen, Kantinen, Betriebskantinen, zu sagen, wir machen das. Wir machen das einmal in der Woche, wir probieren das aus. Aber nicht mit der Kommunikation, wir müssen uns jetzt alle total einschränken, sondern mit der Kommunikation, wir können uns anders und besser ernähren. Und das ist nicht ein Verzicht auf Genuss. Das macht einen totalen Unterschied in der Kommunikation. Es ist nicht ein Verzicht auf Genuss. Genauso wenig wie es ein Verzicht auf Mobilität ist, wenn man kein privates Auto mehr besitzt, jedenfalls in der Stadt, sondern sich an Carsharing beteiligt, seine Strecken möglichst mit dem öffentlichen Verkehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt. Es geht nicht darum, dass wir uns möglichst klein machen, uns möglichst viel verbieten, sondern es geht darum, dass wir unsere Bedürfnisse, Wünsche und auch zum Teil Notwendigkeiten, jedenfalls soweit wir berufstätig sind, auf eine andere,
bessere und intelligentere Art realisieren. Das kann man auch aufs Energiesystem sagen, beziehen. Da sind wir gerade in einem historischen Experiment, die Energieversorgung einer hochentwickelten Industriegesellschaft auf erneuerbare Energien umzustellen, aus Atom und im nächsten Schritt aus Kohle auszusteigen. Und das wird hier bagatellisiert, als wäre das irgendwie so ein Larifari. Das ist der größte Umbau dieser Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. So, und da möchte ich bitte, dass wir das wirklich als ein historisches Projekt verstehen, für das wir alle politische Klugheit und alle technische Kreativität mobilisieren, damit das zu einem Erfolgsmodell wird, weil dann kann es zum Schaufenster werden für die Gesellschaften, die jetzt in dieser Industrialisierungsphase sind, dass sie ihr Energiesystem nicht auf fossilen Energien und nicht auf Atom aufbauen, sondern auf Sonne und Wind und Geothermie und Gezeitenenergie und künstlicher Photosynthese. So. Wir könnten jetzt problemlos hier vorne weiter diskutieren, aber wir machen jetzt eine Pause hier vorne und geben das Mikrofon runter. Und vielleicht darf ich das sagen, fassen Sie sich einigermaßen kurz. Sie müssen jetzt nicht nur fragen, Sie können auch einfach was sagen. Wir nehmen das als so eine Art Bürgerkonvent, aber kurz, damit möglichst viele dran sind. Und dann geht es wieder zurück hier nach vorne. Und übrigens ein Zwischenapplaus für Andrea Mesch, die das mitorganisiert hat heute Abend. Und wir fangen hier vorne in der ersten Reihe an und gehen dann so langsam. Dankeschön. Daniel Konsche, mein Name, aus dem Netzwerk Wachstumswende und einer der Organisatoren der Degrowth-Konferenz, die nächstes Jahr nach Leipzig kommen wird. Herr Füchs, ich habe zwei Fragen an Sie. Ich habe hier ein Heft liegen, die politische Ökologie von 1997, Thema Wege aus der Wachstumsfalle, und da schreiben Sie einen Artikel, die Chancen des Weniger. Und der Übersatz ist quasi, ökologische Modernisierung und Ausstieg aus der Wachstumsspirale stehen nicht alternativ, sondern sind zwei Seiten derselben Medaille. Und jetzt frage ich mich, woher kommt Ihr Meinungswandel? Das ist jetzt 15 Jahre her, dass Sie den geschrieben haben. Und warum werben Sie heute für ein Fortschrittsmodell, was quasi nur noch die ökologische Modernisierung nach vorne stellt, und blenden das andere, nämlich diesen Ausstieg aus der Wachstumsspirale, wo Sie dafür werben, dass es sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene passieren soll, blenden das komplett aus? Und die zweite Frage, warum lässt sich das nicht gemeinsam als ein politisches Fortschrittsprojekt begreifen, was auch die Grünen auf der Suche nach einem neuen politischen Projekt nach dieser Wahl umarmen könnten? Warum lässt sich das nicht vereinbaren, die Energiewende durchzuführen und, was Sie ebenfalls in diesem Artikel schreiben, ein neues Wohlstandsbild, nämlich Zeitwohlstand, quasi vorzuführen? Warum lässt sich das nicht zusammendenken? Das wäre meine Frage. Vielen herzlichen Dank. Wir sammeln jetzt ein bisschen, sonst kommen wir nicht durch, und gehen jetzt hier, vielleicht fangen wir auch, in der Mitte sind drei Wortmeldungen. Wir fangen mit dem Herrn mit dem blauen Hemd an und geben dann nach vorne, eins nach hinten und dann weiter nach rechts. Bitte schön. Mein Name ist Andreas Simoneit. Ich bin zufällig auch im Netzwerk Wachstumswende. Ich habe auch eine Frage bzw. eine Anmerkung. Ralf, du hast verschiedene Formen des Konsums als erstrebenswert, als Formen der individuellen Entwicklung dargestellt. Also mein Eindruck ist, dass ganz viele Formen von Konsum letztlich nur dazu dienen, unsere persönliche Effizienz zu steigern. Da gehörte mal das Auto dazu, das war mal freiwillig. Heutzutage ist es für viele Menschen gerade auch für die Arbeitsmobilität unverzichtbar. Das Mobilfunktelefon, lange Zeit war es freiwillig, mittlerweile ist es praktisch unverzichtbar geworden, wenn man sozial und auch ökonomisch mithalten will. Das ist ja auch Bestandteil dieser Steigerungslogik, dass immer mehr Technik von einem netten Konsumgut über allgemein verfügbar
bis zu sozusagen einer sozialen und auch ökonomischen Verpflichtung wird. Und das gehört meiner Ansicht nach auch zu dieser Steigerungslogik dazu. Und wie willst du ausschließen, dass in 20 Jahren wir zwar alle ein Mobiltelefon haben, aber letztlich geht es gar nicht mehr um das Mobiltelefon, sondern wir müssen schon noch viel Wärmtechnik privat haben, um mithalten zu können. Wir müssen schon ein persönliches Enhancement haben, um radioaktive Strahlung wahrnehmen zu können oder das Magnetfeld der Erde wahrnehmen zu können. Also wie gehst du mit dieser Steigerungslogik um? Also die Steigerungslogik an sich kennt ja keine Grenze. Vielen Dank. Mikrofon einmal nach hinten einfach. Ja, sie hat sich doch gemeldet. Ja. Ich heiße Ursel Roland, bin pensionierte Lehrerin, frisch pensioniert, und ich habe zwei Fragen. Einmal stellen Sie, Herr Füchs, das immer so gegenüber, der moderne Mensch und die Hippie-Kommune. Das sind wahrscheinlich die mit Jesus-Latschen so von früher im Bioladen, mit alter Kleidung selber gewebt und so. Ich glaube nicht, dass das der Gegensatz sein muss, sondern dass, wenn wir mal das Handy nehmen und die Rohstoffe alle sind, nehmen wir die seltenen Erden, kriegen wir nicht mehr von den Chinesen oder sie sind alle und wir haben es noch nicht geschafft, die nachwachsend ersetzen zu können, zumal auch plötzlich, also die Frage ist, nachwachsende Rohstoffe oder Nahrungsmittel, dann kann ich mir erst ein neues Handy kaufen, wenn jemand andere sein altes abgegeben hat, das zerlegt wurde, das recycelt wurde und wieder ein neues gebaut wurde. Das ist das eine. Das heißt, wie soll das gehen, dieser Wandel? Und das zweite ist, ich habe das Buch gelesen von Tim Jackson, Wohlstand ohne Wachstum, und der zitiert zahlreiche Ergebnisse, dass die Entkoppelung nicht funktioniert. Das heißt, also wenn man Rohstoffe und Energie mit reinnimmt, hat es bisher immer noch, weil die Produkte dann billiger werden, weil sie effizienter sind, zu Mehrkauf geführt, wenn man das weltweit nimmt. Wie sehen Sie da eine Lösung? Vielen herzlichen Dank. Das Mikrofon müsste jetzt einfach gerade zu mir nach vorne wieder. Das ist so, und zwar ganz in die erste Reihe. Ja. Dankeschön. Mein Name ist Ulla Korn, ich bin Tänzerin und auch interessiere mich für die Weltgeschehen. Und ich wollte nur etwas sagen. Immer wieder fällt mir auf, gestern habe ich etwas gesehen, das heißt die Akte Aluminium. Und wenn man sich alleine das anschaut, dann weiß man auch, worauf unser Reichtum basiert. Und ich glaube nach wie vor, dass wir wirklich darüber hinaus denken müssen, als wir bisher gedacht haben. Und da gebe ich Herrn Welzer, würde ich da auch recht geben. Also dass man wirklich sich bemüht, vorzustellen, anders zu denken. Und dass man auch dazu kommt, dass man weiß, mein Reichtum hat das Blut oder hat letztendlich in anderen Regionen Unheil angerichtet. Und wenn wir das einfach mal mit berücksichtigen und das ändern, dass wir, weil wenn wir diese Rohstoffe nicht mehr bekommen, wo andere ihr Leben für geben, dann können wir gar nicht so weitermachen wie bisher. Und dann können wir auch nicht überall hinfliegen und so, sondern es geht wirklich darum, für mich geht es darum, dass wirklich jeder Einzelne schaut, dass er auch was anders macht und dass er sich bemüht, sich zu informieren und darüber hinaus auch sich vorstellen kann, mehr und mehr, weil es gibt ja ganz viele junge Leute, die sehr wohl schon aus diesem ganzen System ausgestiegen sind. Und dazu gehöre ich auch. Ich bin zwar nicht mehr jung, aber ich gehöre auch dazu. Aber die einfach anders denken können und die brauchen diesen Materialismus nicht. Und insofern finde ich auch das Argument, also ja, jeder möchte doch das Ganze haben, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht die Wahrheit, sondern es ist einfach so, wenn man dort mal fragen geht und wenn man das gestern gesehen hat, auch zum Beispiel Golden Rice, die haben über 2000 Rassen an Reis, die brauchen unseren Golden Rice oder was immer da auch kommt, gar nicht. Und das ist so eine Borniertheit, das ist ein Postkolonialismus, den ich so empfinde, dass wir uns nach wie vor so verhalten. Vielen Dank. Ich würde jetzt, bevor wir nach vorne gehen, mal auf den linken Flügel. Also,
Sie hatten sich auch gemeldet? Ja. Gut. Also erstmal wollte sehr ich sagen, gerne. Huch, okay, danke. Also erstmal wollte ich sagen, dass ich Ola Korn da schon sehr zustimme. Aber ich habe eine Frage an Sie, Herr Welzer, nämlich, also wie stellen Sie sich das vor? Also klar, so eine Reduktion irgendwie, aber wie ist so Ihr Gesellschaftsbild und an welches wirtschaftliche System soll es gekoppelt werden? Das wäre so meine Frage. So, vielen Dank. Jetzt nehme ich noch zwei vom linken Flügel dran und dann wird es aber Zeit, wieder mal nach vorne zu gehen. Wer würde denn gerne? Ich sehe da hinten eine Wortmeldung und etwas weiter vorne. Bitte schön. Und bitte kurz, wenn es geht, kommen möglichst viele dran. Robert Potzeweit vom Schenkladen Friedrichshain. Ich habe ja den Eindruck, wir brauchen eigentlich beide sozusagen auf beide Thesen, die vorne auf dem Podium vertreten werden, nämlich sowohl das Ende des Wachstums als auch eben eine dramatische Steigerung der Ressourcenproduktivität. Ich denke mal, die Erde kann sehr leicht eine Verdopplung der wirtschaftlichen Aktivität auf der Erde, also ein Angleichen der anderen Länder an unseren Stand verkraften. Das kriegen wir mit einer Ressourcenproduktivität hin. Wenn wir dann aber auf dem Stand weiter wachsen wollen, weiterhin noch ein paar Verdopplungen hinlegen, dann wird das irgendwann problematisch, weil also mir zumindest als Naturwissenschaftler fällt es schwer, mir vorzustellen, dass die Energieproduktivität um Faktor 10, 100, 1000 noch gesteigert werden kann. Vielen Dank. Etwa Andrea, so ungefähr in der Mitte, links, blauer Pullover, Brille. Ja, genau. Rainer Anke, Bürger, guten Abend. Schönen guten Abend. Die amerikanische Handelskammer wünscht sich mehr Sozialverträglichkeit im Transformationsprozess der Energiewende in Deutschland. Wo sehen Sie da Potenzial? Danke. So, das war meine Frage. Und wir wären wieder hier vorne angekommen. Wer würde denn gerne, es waren ja eine Reihe von Fragen an euch beide. Aber an mich war es ja eigentlich nur eine, nämlich wie stellen Sie sich das vor? Und genau das ist natürlich die absolute super Frage. Ich kann darauf nur antworten, dass man sich das eben nicht vorstellen kann zum gegebenen Zeitpunkt mit einem Masterplan. Ja? Ach, ich habe eine ganz andere Form von Wirtschaft und ich kann mir auch vorstellen, wir haben dann plötzlich eine ganz andere Form von Zeitnutzung, wir haben eine ganz andere Mobilität. Das Problem ist ja genau das, dass wir eben, das habe ich versucht zu Anfang zu sagen, dass wir ja in einem Zustand uns befinden, in dem eben in jeglicher Hinsicht unheimlich viel geprägt ist. Ja, man kann ja nicht aussteigen. Und das erste Problem ist schon mal, dass man auch mental nicht aussteigen kann. Aus bestimmten Energieversorgungssystemen, aus einer Verkehrsinfrastruktur und sowas kann man nicht sofort aussteigen. Und deshalb würde ich, was ich mir vorstelle, wäre als erstes Mal darauf zu beharren, dass der größte Vorteil unseres gesellschaftlichen Zustandes der ist, dass alle Menschen Handlungsspielräume haben. Das ist das Allererste und das ist das Wichtigste. Das heißt, jeder der und jede, die der Auffassung sind, dass man Dinge anders machen kann, kann das auch tun. Und zwar nicht nur im Privaten. Ja, da kann man sehr viel machen, unter anderem, indem man die Themen und die Fragen mal anders formuliert bei irgendwelchen Besäufnissen und so. Aber vor allen Dingen auch im beruflichen Bereich, weil auch jeder, natürlich sehr unterschiedlich, aber doch jeder am Ende ein gewisses Maß an Handlungsmöglichkeiten hat, Dinge anders zu fordern oder zu tun, zu praktizieren und sowas. Und der Effekt ist ja ein erstaunlicher, weil das immer eine Ansteckungswirkung hat. Das Aufweisen dessen, was eigentlich möglich ist. Das ist erstmal prinzipiell. Und was ich dann wichtig finde, ist, dass man zur Kenntnis nimmt, in welcher Weise tatsächlich solche Handlungsspielräume auch zu anderen, zum Beispiel wirtschaftlichen Strategien führen können. Wenn wir zum Beispiel beobachten, und da wird Ralf ja auch zustimmen, ist ja gar keine Frage, dass wir eine totale Renaissance der Genossenschaften haben. Ja, ist es ja sehr bemerkenswert, weil in diesen unterschiedlichen Formen, die da jetzt geübt und erprobt werden, ja auch ein neues Wissen entsteht, wie man denn jenseits der klassischen Kategorien überhaupt wirtschaften kann. Dann gibt es die Gemeinwohlökonomie, etwas, wo sich jetzt sehr viele, also in erstaunlich kurzer Zeit sehr viele anschließen, die eben auch als Unternehmer
meistens kleine, versuchen zu wirtschaften und sagen, mir geht es eigentlich gar nicht prinzipiell darum, Gewinn zu maximieren, sondern Gemeinwohl zu erhöhen. Und dafür kann man eine bestimmte Form von Matrix zugrunde legen und sich selber darin auch prüfen, ob man das tut. Es gibt Unternehmen, die nicht wachsen wollen. Es gibt Unternehmer, die anders produzieren. Es gibt diese ganzen Commons-Ansätze, die zum Teil eben auch erfolgreich gelebt werden. Und ich möchte nicht so verstanden werden, als würde das alles schon alle Probleme lösen, weil alles dieses findet innerhalb eines gegebenen Gefüges statt, wo alle wirtschaftlichen und politischen Parameter darauf eingestellt sind, dass es Expansion gibt. Ja? Aber das sind Perforierungen dieses expansiven Modells und wir können aus diesen Perforierungen unglaublich viel lernen. Und was ich mir vorstelle, das war ja die Frage, was stellen Sie sich vor, ist es eine moderne Gesellschaft nach dem Wachstum eine Kombination darstellt, die wir noch nicht ganz genau kennen. Ich hätte nicht so eine romantische Vorstellung oder so diese, die mir polemisch entgegengebracht wird, übrigens immer von grüner Seite. Robert Habeck hat mir mal zu mir gesagt, wenn man so denkt wie Sie, kommt man ja zurück in die Höhle. Du hast vorhin sowas Ähnliches gesagt, du weißt so. Das finde ich so absurd, ja, weil wenn man auf der anderen Seite Ideenreichtum favorisiert, dann besteht doch zum Beispiel soziale Intelligenz dazu, Kombinationen herzustellen zwischen Dingen, die man auch in einer Gesellschaft nach dem Wachstum braucht und vielleicht sogar großer Industrie überlässt, weil es viel sinnvoller ist, das so zu produzieren, aber gleichzeitig Zeitmodelle verändert, in bestimmten Bereichen auf lokale Produktion umsteigt und so weiter und so weiter. Und eine moderne Gesellschaft nach dem Wachstum wird solche Kombinatoriken herstellen. Und ich bin daran interessiert, darüber nachzudenken und das auch zu fördern, was solche Kombinatoriken sind, weil da kommt man aus dem Plan A-Modell raus und beginnt, kleine Baustelle für ein Plan B-Modell zu entwickeln. Und anders wird es aus meiner Sicht überhaupt nicht gehen. Ja. Vielen Dank. Wir nähern uns langsam der Synthese, möglicherweise. Mal gucken. Ich versuche jetzt mal, ich kann nicht auf alle diese Fragen, die ja nochmal ein Riesenpanorama aufgemacht haben, wirklich gründlich und vernünftig eingehen. Ich pick mir einfach ein paar Aspekte raus. War nett, dass Sie aus diesem Aufsatz von 97 zitiert haben. Kann sagen, der war ja vorausschauend, nicht? Ich würde sagen, Schrumpfen als Chance oder die Chancen des Weniger. Das war damals sehr stark geprägt von meiner Erfahrung als Senator in Bremen, in einer Stadt, die tatsächlich mit ziemlich dramatischen ökonomischen Schrumpfungsprozessen der maritimen Industrie sich herumschlagen musste. Und wir haben uns damals, insofern kenne ich zumindest die Diskussion und ich kenne sie, bevor sie sehr modern wurde, wir haben uns damals sehr viel Gedanken gemacht, wie man die Wachstumsabhängigkeit einer solchen Stadtgesellschaft reduzieren kann. Und dazu stehe ich immer noch, das finden Sie übrigens auch in meinem Buch, ich habe ja vorhin ein paar Beispiele genannt, also zum Beispiel Staatsverschuldung reduzieren, Produktivität in mehr freie Zeit übersetzen, mehr Eigenproduktion fördern. Wir hatten versucht, sowas mit Nachbarschaftswerkstätten und so, finde ich alles richtig. Der Punkt ist nur, dass uns das nicht befreit von der Notwendigkeit dieser industriellen Revolution angesichts der globalen Wachstumsprozesse. Und das ist genau das, was Sie mich gefragt haben, was ist der Lerneffekt? Das hat wieder viel mit dem Ort hier zu tun, in dem ich mich befinde, Böll-Stiftung. Mich viel intensiver damit auseinanderzusetzen, was in der Welt passiert. Und was das für Herausforderungen bedeutet. Mein Buch ist ja keines, was sich jetzt nur auf die Bundesrepublik und wie sieht Deutschland in 2050 aus, sondern das geht aus von diesen globalen Prozessen. Und sagt, welche Antworten können wir darauf finden, dass die Schere immer weiter auseinandergeht
zwischen Wachstum der Weltwirtschaft und Degradation unserer ökologischen Lebensgrundlagen. Das ist das, was mich umtreibt. Und Nullwachstum löst doch kein einziges Problem. Ich meine, wenn wir uns selbst ernst nehmen oder sagen wir 90% der Klimaforschung ernst nehmen, dann müssen wir in den hochindustrialisierten Ländern unsere CO2-Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts um rund 90% reduzieren. Das heißt, eine Dekarbonisierung unserer Gesellschaft. Und was denken Sie, wie viel schaffen wir davon durch Verhaltensänderungen? 20%? Das wäre schon ziemlich viel. Und der Rest, den müssen wir über Innovation schaffen. Und das gilt, sagen global, erst recht. Ja? Also ich meine, wenn jetzt nur mal, doch nur mal, weil du so abfällig gerade deine Hand bewegst. Das war, ich mein, das war ein semantischer Irrtum. Ich wollte das Mikrofon nehmen, habe mich selber davon abgehalten. Entschuldigung. Vielen Dank. Wenn Wachstum oder die Größe der Ökonomie selbst das Problem wäre, ja, das Volumen von Güterproduktion und Dienstleistungen, dann hätte doch die DDR ein ökologisches Paradies sein müssen. Damals musste man 9 Jahre auf ein Plastikauto warten. Die Leute lebten in sehr beengten Wohnverhältnissen, in Häusern, die sich langsam zu Ruinen verwandelten. Die konnten nicht mal so eben in Ferien nach Mallorca oder sonst wo in den Süden chatten. Südfrüchte waren Luxus, Kaffee war auch Luxus. Die Situation der Rentner war katastrophal, die Situation der Psychiatrie war katastrophal. Und trotzdem war es, ich meine, also der Umsatz war minimal im Vergleich zu unserer Gesellschaft heute. Und trotzdem war der ökologische Fußabdruck dieser Gesellschaft katastrophal. Also es kommt nicht auf das bloße Volumen von Produktion und Konsum an, sondern es kommt entscheidend auf das Was und Wie an. Ja? Wir müssen über Qualitäten, über die Art und Weise von Produktion und Konsum reden und nicht einfach über mehr oder weniger. Aber Entschuldigung, ich bin jetzt also sozusagen völlig anti-autoritär, aber natürlich kommt es darauf an, dass man über mehr oder weniger redet. Entschuldige, wovon? Emissionen? Du wirst doch bitte schön nicht in Abrede stellen, dass der ökologische Fußabdruck und der Carbon Footprint und alles, was man da nehmen kann, hierzulande noch ein Vielfaches von dem ist, was beispielsweise in China und anderen Teilen der Welt der Fall ist. Das ist doch totaler Unfug und du kannst auch kein Modell propagieren, was davon ausgeht, dass über technische Innovation und Erhöhung von Effizienz sozusagen diese ganzen Probleme sich reduzieren lassen, wenn der ganze Zug so weiterfährt. Das ist doch ein totaler Irrtum und das DDR-Beispiel ist natürlich völlig absurd, weil wenn man das runterrechnen würde auf den Pro-Kopf Materialverbrauch und Energie- und Emissionsaufwand wärst du bei einer ganz anderen Rechnung, doch nicht auf dem Moment, Niveau von der Bundesrepublik heute. Das ist höher, ist absurd. Nein, das stimmt nicht, die Emissionen absurd waren höher. Pro Kopf ist doch absurd. Harald, das ist einfach empirisch nicht richtig. Die Emissionen, die CO2-Emissionen pro Kopf waren höher, sagen der Ressourcenverbrauch, ja, der aber Sie sagen, bei einem höchstens halb so hohen Lebensstandard. Das Argument ist doch nur, dass ihr nicht die Höhe des Lebensstandards zum Maßstab nehmen könnt dafür, wie nachhaltig eine Gesellschaft ist. Das ist der Kern des Arguments. Und jetzt nochmal zu der Frage, können wir ausschließen, dass diese Steigerung immer so weitergeht? Natürlich können wir das nicht ausschließen, außer wir würden Wissenschaft, Forschung und Innovation stillstellen. Also wir würden verhindern, dass Neues in die Welt kommt. Aber ja, sagen, weil Wachstum, Harald, entsteht nicht durch mehr vom Gleichen. Wachstum entsteht im Wesentlichen durch Innovation. Dadurch, dass neue Technologien, neue Produkte, neue Möglichkeiten in die Welt kommen. Angefangen von der Dampfmaschine über die Elektrifizierung, die Entwicklung der Chemieindustrie, der Autoindustrie bis zur letzten digitalen Revolution. So, und dieser Prozess wird sich natürlich fortsetzen. Was wir schaffen müssen, ist, dass dieses Wachstum innerhalb ökologischer Leitplanken stattfindet, um nochmal diesen verfemten Begriff
aus dem Automobilismus zu nehmen. Dass wir es also schaffen, und da ist Politik gefragt, das stört mich übrigens auch ein bisschen an dieser Diskussion, dass wir eigentlich nur noch über, wir privatisieren die ökologischen und sozialen Probleme total. Wir privatisieren sie und tun so, als wäre das vor allem eine Frage des individuellen Verhaltens und des individuellen Bewusstseins. Es ist aber ganz zentral eine politische Herausforderung, dass wir die Tragfähigkeit der ökologischen Systeme, also Klima, Wasser, Boden, schützen. Zum Beispiel, indem wir einen Deckel auf die CO2-Emissionen setzen, der jährlich um 2% sinkt. Und dann kann innerhalb dieses Rahmens Innovation und auch wirtschaftliches Wachstum stattfinden. Innerhalb dieser ökologischen Leitplanken. Wir müssen also überlegen, was müssen wir begrenzen? Den Naturverbrauch müssen wir begrenzen. Den Ressourcenverbrauch und die Emissionen. Und dann können wir Kreativität und Innovation in diesem Rahmen ermöglichen. So, vielen Dank. Ich würde gern Folgendes ansagen. Bis wir uns in den Vorraum gehen und gemeinsam noch ein Glas trinken, solange die Getränke reichen, muss ich einschränkend sagen, bleiben wir hier jetzt noch 20 Minuten zusammen. Punkt 22 Uhr ist hier Schluss und dann geht's woanders weiter. Ich würde jetzt noch drei Leute eher von der rechten Seite von mir aus dran nehmen mit kurzen Statements und Fragen. Dann gehen wir noch mal hierher zurück. Ihr bereitet euch schon auf den finalen Schlag, hätte ich beinahe gesagt, vor. Und dann ist es 22 Uhr freuen uns auf einen weiteren schönen Abend. Jörg Haas ist der Nächste. Andrea, wo ist sie? Hier, ganz vorne. Bitte schön. Ja, hallo, Jörg Haas war mal hier bei Böll und bin jetzt bei der European Climate Foundation. Bitte laut reden. Ja, ich glaube tatsächlich, dass zwischen zweiten Positionen zumindest Elemente einer Synthese möglich sind. Die wurde hier im Raum an verschiedenen Stellen gesehen. Ich denke, ich komme sehr weit in der Welt herum und ich kann mir auch nichts anderes viral vorstellen, als dass tatsächlich ein Großteil des, in Anführungszeichen, der Dematerialisierung und der Emissionsminderung technologisch geleistet werden muss. Etwas anderes. Ich kenne kein Modell, ich kenne keine wissenschaftliche Arbeit, die das durchgerechnet hat anders. Also da stimme ich Ralf zu. Vielleicht nur etwas. Es ist schon entscheidend, dass wir dem Expansionismus, der Harald Welzer sozusagen zu Recht in Anführungszeichen kritisiert und denunziert, dass wir dies als Selbstaufklärung der Menschheit selbst gesetzte Grenzen entgegensetzen. Und das gibt es sozusagen, da gibt es eine lange Geschichte. Es fing an mit den sozusagen Nationalparks, die mal irgendwann mal beiseite gesetzt wurden, ja, oder die Antarktis irgendwie ein Stück weit rausgenommen würde und so weiter. Die Menschheit muss sich Dinge setzen, die sind off limits, ja. Und da geht es der Kampf um die Arktis gerade, ja, und Greenpeace ist momentan dabei. Und es geht natürlich um verschiedene Formen der Selbstbegrenzung. Und ohne das wird die expansive Dynamik tatsächlich überhand gewinnen. Das ist zweitens, ich finde es schon wichtig, dass wir auch Bedürfnisse, die, wie sie so im, ja, ich sag mal, im liberalen Kapitalismus quasi vorausgesetzt werden, dass wir die durchaus hinterfragen dürfen. Und die Generation von Bedürfnissen, wir haben eine Bedürfnisgenerierungsmaschine in Form einer enormen Werbe- und Kommunikationsmaschine, dass wir das durchaus hinterfragen. Und da ist doch zu wenig, glaube ich, Kreativität da. Was müssen wir da an sozusagen Bedürfnisgenerierung hinterfragen und auch politisch gegebenenfalls begrenzen oder steuern? Also nur ein Stichwort. Wir haben ab Tabakwerbung quasi inzwischen verboten. Ja? Also man kann da Bedürfnisse. Ein letztes, die Transformation besteht aus einem Innovationsprozess sowohl technologischer Art als auch kultureller Art. Wir brauchen beides zusammen. Erst wird ein Schuh draus und wir brauchen eine Beschleunigung der technologischen Innovation und wir brauchen aber auch Freiräume für kulturelle Innovationen. Vielen Dank, Jörg Haas. Wir gehen jetzt ganz nach hinten. Ja, bitteschön. Ja, Jürgen Breiter, das Thema, mit dem ich mich beschäftige, was heute am besten dazu passen würde, ist Konsumphilosophie und Upcycling Design.
zu diesem permanent Ausloten von technischen Möglichkeiten und dem Erreichen und Überschreiten von Grenzen hat die Menschheit, glaube ich, in den, solange unsere Geschichtsschreibung dient, schon ausreichend Beispiele geliefert, dass wir da nicht besonders tugendhaft damit umgehen können. Ich glaube, das sollten wir uns nicht so sehr aufs Banner schreiben, dass das der Hauptmotivationsfaktor unseres Tuns sein sollte. Und wenn ich in der Zeitung lese, dass es mittlerweile einen Unternehmer gibt, der ein One-Way-Ticket zum Mars anbietet und dort eine Erprobung einer Marskolonie startet, und das ist ein realistisches Projekt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe extra nochmal in der Zeitung den Artikel, ich habe ihn mir ausgeschnitten, behalten. Dann frage ich mich, sind wir überhaupt schon so reif, solche Diskussionen zu führen, oder sind wir eine Spezies, die so einen verdammten genetischen Defekt hat, dass es kein Wunder ist, wenn wir uns selbst irgendwo ins Ausmanövrieren? Weil das haben wir nämlich mit der Industrialisierung schon mal sehr gut vorbereitet, und wenn wir so weitermachen, dann sind wir auch auf dem besten Weg, das perfekt zu machen. Die Veranstaltung war humoristisch. Hätte ich nur Herrn Füchs heute Abend gehört, dann wäre ich relativ schnell rausgegangen. Das fand ich wirklich indiskutabel. Ja, und ich möchte jetzt noch einmal sagen, ich hätte mich gefreut, wenn Sie die Gelegenheit genutzt hätten, das, was auch jetzt hier aus dem Auditorium schon zum Wort kam, selbst denken und die Punkte, die Sie haben, zusammenzuführen, anstatt hier so ein humoristisches Ping-Pong-Spiel zu spielen. Denn es gibt ein einfaches Beispiel aus dem ökologischen Bauen. Verhaltensweisen nicht zu verändern, da können Sie in Hightech Ökokiste hinbauen. Da gibt es ein schönes Beispiel aus den 80ern aus dem ökologischen Bauen, wo man einfach verglaste Loggien als Energiepuffer gedacht hat. Was haben die Leute gemacht? Sie haben sich ein Energieheizding, so eine Elektroheizquelle reingestellt und haben eine Wohnraumerweiterung gemacht. Das mal nur zum menschlichen Verhalten. Wenn Sie sich nicht mit menschlichen Verhaltensweisen beschäftigen, nützt Ihnen die technische Evolution rein null gar nichts. Dankeschön. Jetzt kann ich nach Hause gehen. Also vielen Dank, wobei wir haben unterschiedliche Auffassungen von Humor. Also ich habe schon mal besser gelacht als heute Abend. Jetzt aber weiter im Text. Die letzte Frage des heutigen Abends, und es tut mir leid für alle, die sich noch gemeldet hatten, aber der Sauerstoff wird langsam auch etwas knapp hier im Saal. Bitte schön. Ja, mein Name ist Andreas Ratsch, ich bin Naturschützer. Und wir haben ja nun den Kapitalismus bekanntermaßen. Und in der Geschichte des Menschen ist es ja sicherlich so gewesen, dass das Recht des Stärkeren herrschte. Und der Einzelne, der stark war, versuchte sich durch Raub, durch Aneignung von Gütern, von Materialien im Prinzip groß zu machen, sich abzusichern. Und die Entwicklung ging über die Sklavenhaltergesellschaft, der Feudalismus bis zum Kapitalismus. Und wie sieht es hier aus? Wir haben hier eine Reihe von Starken, die Unternehmer, die im Prinzip teilweise gleiche Produkte produzieren, und zwar in Konkurrenz. Und in der Konkurrenz ist eben der eben vorne, der quasi die Produkte am billigsten praktisch absetzen kann, der praktisch also die beste Technologie hat. Die beste Technologie kann aber sehr viel produzieren, und deshalb muss der Absatz wachsen, denn sonst rentiert sich diese Technologien. Das ist der gesamte Mechanismus, und die Arbeiter sind nur der Anhang, und die Konsumenten, die vollgestopft werden müssen und die diese Überproduktion immer schön vermampfen müssen. Und dieses System muss also aufgebrochen werden. Diese gesamte bisherige antagonistische Klassengesellschaft muss durch ein kooperatives Modell, sagen wir mal, wie auch gesagt wurde, unter einem ökologischen Deckel, sagen wir mal, entwickelt werden. Und diese Konkurrenz muss durch Kooperation abgelöst werden, und aber die Unternehmerklasse muss natürlich dieses Privateigentum auch in die gesellschaftliche Verantwortung übergeben. Denn ansonsten kommt die Kooperation nicht zustande, und der Mechanismus läuft sich tot, bis wir wirklich alle untergehen im Prinzip. Dankeschön. So, ich bitte um eine kurze Schlussrunde hier vorne. 22 Uhr ist die Deadline. Wer würde denn gerne anfangen? Na, auf dem letzten Wort liegt natürlich eine gewisse Verantwortung. Das ist, Harald. Die kann Ralf übernehmen. Okay.
Ich habe eigentlich nur zwei Anmerkungen noch zu machen. Das eine ist die Rolle von Wissenschaft und Forschung und von Innovationen. Also wenn man das so hervorhebt, dann glaube ich, dann geht man dem Bild, was die zuständigen Institutionen von sich selber präsentieren, völlig auf den Leim. Ich glaube, dass so ziemlich alles von dem, was Veränderungen gebracht hat in einem ökologischen Sinne, in einem Sinne von Nachhaltigkeit in den letzten 30 Jahren nicht aus den Universitäten und schon gar nicht aus den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gekommen sind, sondern dass das immer Produkte von sozialer Intelligenz, die sich vielleicht dann auch mit technischer Intelligenz gepaart hat, gewesen sind, die aus der Bürgergesellschaft oder auch sogar aus der grünen Bewegung gekommen sind. Ja, es ist doch überhaupt nicht so, dass das Carsharing an Universitäten erfunden worden ist. Es ist doch nicht so, dass Energiegenossenschaften vorgedacht worden sind in Universitäten und Entwicklungsabteilungen. Es ist doch nicht und so weiter. Eure ganze Geschichte basiert doch im Grunde genommen genau darauf. Jetzt kann man doch nicht dahergehen und sagen, unser Heil liegt darin, in diesen erzkonservativen Institutionen wie Universitäten und Forschungseinrichtungen zu glauben, dass dort eine Art von kulturellem und ökonomischem Wandel kommen würde. Das ist doch, und von den Wirtschaftswissenschaften noch gar nicht zu sprechen. Ja? Sozusagen die allerletzte Schwundstufe von Wissenschaft, die es überhaupt gibt, die man überhaupt denken kann. Ja? Das meine ich aber ernst, ich komme ja aus der Wissenschaft, ich weiß ja, wovon ich rede. Ja? Das sind extrem konservative, affirmative Institutionen, die übrigens genau denselben Weg der Quantifizierung ihrer Leistungen mitgemacht haben, wie jeder andere gesellschaftliche Bereich auch. Und wenn etwas passiert, und das ist das Interessante, was wir haben ja jetzt auch hier einzelne Beispiele gehört von Leuten, die aus Schenkläden und sonst was kommen, wenn solche Dinge passieren, dann kommen die offensichtlich doch eher aus einer wachen Bürger- und Bürgerinnengesellschaft und eben genau nicht aus diesen konservativen Institutionen. Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, weil genau diese Impulse immer radikal unterschätzt werden und zwar unter anderem von der Politik. Und das wäre mein letzter Punkt, weil hier auch nach dem Begriff des Politischen gefragt worden ist, nach der Rolle von Politik. Ich finde, es ist ein ganz großes Missverständnis, wenn diese Dinge, die unter anderem ich vorschlage, nämlich Handlungsspielräume zu nutzen und Gegenpraktiken zu entwickeln zum Business as usual, dass das nicht politisch sei. Und damit ist auch das ist eminent politisch, ja, weil es auch was kostet, diejenigen, die das machen, die kostet etwas, ja, das muss man durchsetzen, da muss man sich legitimieren, wenn man sowas tut und so weiter, und das bildet auch neue Assoziationen, die dann auch politisch werden. Ich habe nicht die Zeit, Beispiele dafür jetzt zu nennen. Und das suspendiert überhaupt nicht, dass es natürlich noch übergelagerte Ebenen von nationaler und internationaler Politik und sonst was gibt. Das wird doch niemand behaupten, dass man das alles im Klein-Klein irgendwie im Vorgarten macht. Ja? Aber der Ansatz dafür, überhaupt eine andere Vorstellung von Gesellschaft oder mehr noch überhaupt die Frage wieder zu haben, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, die man praktisch so formuliert, ist eine eminent politische Frage. Letzter Punkt dazu, und das geht die ganze politische Klasse an, die wir haben, unter anderem euch auch, wo wir heute das Glück haben, hier zu sein. Wenn in diesem gerade zurückliegenden Wahlkampf oder was das gewesen ist, man Interviews lesen kann, ganzseitige Interviews mit führenden sozialdemokratischen Politikerinnen, die eine einzige Feier des Autos sind, inklusive Nürburgringfahrten, inklusive Mitteilen, wenn man auf dem Land wohnt, da braucht man ja auch ein Auto und so weiter und so weiter. Ja, wenn im Wahlkampf von den Grünen zu hören ist, Abzocke von Autofahrern ist mit Grünen nicht machbar, dann würde ich sagen, wir sind so derartig noch befangen, jedenfalls die politische Klasse, in einem Kulturmodell, was so grundlegend falsch ist und so radikal fantasielos, dass mir selbst mir, der ich ja Optimist bin, da wirklich irgendwie gelegentlich eine kleine Finsternis mich überkommt. So. Nochmal zu der Frage Expansion und Grenzen. Ich kann dem weitgehend folgen, Jörg.
wie du argumentiert hast, Grenzen setzen für Expansion sowohl räumlich, indem bestimmte Teile der Erdoberfläche, der ökonomischen Verwertung entweder ganz entzogen werden oder zumindest strikte Regeln aufgestellt werden. Du hast das Beispiel Antarktis genannt. Nächste große Auseinandersetzung findet wahrscheinlich um die Arktis statt. Regenwälder gehören mit in dieses Kapitel, also wo wir versuchen tatsächlich dem Zugriff ökonomischer Verwertung Grenzen zu setzen, und dafür braucht man Politik. Und zwar große Politik. Da geht es nämlich um globale Vereinbarungen. Aber auch Grenzen im Hinblick auf Emissionen. Ja, das ist auch eine Form der Grenzziehung für die Ökonomie. Mein Argument ist, dass diese Grenzen, die wir setzen müssen für den Naturverbrauch, nicht automatisch sind Grenzen für wirtschaftliche Entwicklung und auch nicht für wirtschaftliches Wachstum. Das sind zwei unterschiedliche Größen, die man gedanklich und auch dann praktisch voneinander entkoppeln muss. Dann zu der Frage technische und kulturelle Innovation. Spannend wird es eigentlich immer dann, wenn beide sich treffen. Und ich teile überhaupt nicht, Harald, du hast ja irgendwann mal geschrieben, die Technik hat uns sagen in die Scheiße geführt, also kann die Technik nicht der Ausweg sein. Ich meine, genauso könnte man sagen, die Demokratie hat uns in die Misere geführt, also kann uns die Demokratie dabei nicht rausführen. Ich meine, ich finde eher, wir brauchen ein bisschen mehr Begeisterung für technische Innovation. Ich jedenfalls kann mich dafür begeistern, wenn ich lese, dass jetzt eine neue Solarzelle entwickelt worden ist mit einem Wirkungsgrad von 40%. Warum? Weil das bedeutet, dass Solarenergie so billig wird in den nächsten Jahren, dass sie auch ökonomisch und zwar ohne Subvention in der Lage ist, Kohle und Öl und sowieso Atom aus dem Feld zu schlagen. Und diese Beispiele könnten wir noch unendlich weitermachen, wo es tatsächlich wissenschaftliche und technische Innovationen sind, die neue politische Möglichkeiten, neue gesellschaftliche Entwicklungen hervorbringen und dann sich treffen mit kulturellen Veränderungen. Natürlich die Energiewende in Deutschland ist genau ein wunderbares Beispiel für das Zusammentreffen von Politik. Die ist nämlich erst möglich geworden durch das EEG. Da hat die Politik einen Markt geschaffen für erneuerbare Energien. Technische Innovation, dass nämlich inzwischen die Kosten für Solarenergie um 80% gefallen sind seit 2005, das ist technische Innovation. Und kultureller Wandel, dass es nämlich mehr als 1 Million Menschen inzwischen in der Bundesrepublik gibt, die selbst Energieproduzenten geworden sind. Und genau diesen Dreiklang brauchen wir zwischen Politik, zwischen technischer Revolution und zwischen kultureller Veränderung. Man kann auch sagen, zwischen Mikropolitik des Alltags, sagen der Makropolitik auf der Ebene des Nationalstaats, Europa und der Welt und einer möglichst kreativen, dynamischen und innovativen Gesellschaft. Nicht nur Wirtschaft, sondern Gesellschaft. Da treffe ich mich durchaus mit Harald Welze. Wir müssen Vielfalt vergrößern. Wir müssen Optionen erweitern, wir müssen möglichst strukturelle Abhängigkeiten knacken, sodass alternative Möglichkeiten auch in Gang kommen können. Und dann bin ich doch ziemlich zuversichtlich, dass wir diese großen Herausforderungen für die nächsten Jahrzehnte bewältigen können, ohne dass wir das Ende des Fortschritts verkünden müssen, sondern einen anderen Fortschrittsbegriff dagegen setzen können. Vielen Dank, Ralf Füchs. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie noch kurz meinen Schlussworten zu lauschen. Ich bin geneigt, mit Marcel Reich-Ranicki zu sagen, Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich glaube aber, das stimmt nicht ganz, weil das wäre zumindest meine Bilanz. Wir brauchen diese Kontroversen. Wir brauchen diesen Streit und ich bin mir sicher, dass der nachwirkt bei Ihnen, so wie bei mir, egal wie, mit welcher Einstellung Sie hier reingekommen sind und mit welcher Sie rausgehen werden. Ich will mich kurz noch bei zwei bedanken, nämlich erstens bei Harald Welzer und Ralf Füchs hier vorne, dass Sie sich auf diese Kontroverse eingelassen haben. Vielen herzlichen Dank.
Und ich will mich zuallerletzt bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie da waren. Und ich hoffe doch sehr, dass wir uns beim nächsten Berliner Disput hier wiedersehen. Erzählen Sie es weiter, dass es toll war, soweit es Ihnen gefallen hat. Und jetzt laden wir Sie ein draußen auf ein Getränk und natürlich können dann die Gespräche weitergehen. Vielen Dank.